So Leute, da sind wir schon mal mitten im Livestream Pokémon Go. Und ja, ich bin jetzt unterwegs mal in Salzburg. Und neben mir ist der Tommy und der liebe Daniel. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal in Salzburg herum und farmen halt ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zu dem Südkund da hinten, oder? Unbedingt. Unbedingt. Und Leute, ich mache jetzt nur für euch dann nachher den AR-Modus an und ich disconnecte jetzt einfach mal das Go Plus. Bringt vielleicht mehr. Ja cool, da ist ein Tauzi. Ja, und ich würde mal sagen, an alle Zuschauer jetzt, ja, ich werde den Stream jetzt hier mal auf österreichischem Dialekt machen, weil es einfach besser ist zum Reden. Das heißt, wir reden jetzt einfach Dialekt, oder? Aber ja, machen wir das so. Passt. Wir gehen jetzt gerade in der Getreidegasse und farmen hier so ein bisschen. Und ich glaube, jetzt kommt nachher auch der Fabi noch dazu. Und da ist eine Arena. Ich würde mal sagen, die Arena, die können wir gleich mal ordentlich down machen. Da ist eine blaue Arena, ich würde sagen, die müssen wir fast kaputt machen. Ja, du bist da rein. Hey, Wanne, ich würde sagen, wir hauen die Arena jetzt kaputt, oder? Ja, die ist blau. Eine blaue Arena. Ja. Gehen wir mit ein paar Eierbäume rein. Wunderbar. Oh nein, ich habe vergessen, einen AR-Modus zu aktivieren. Egal. Vielleicht sollte ich die Lautstärke ein bisschen leiser drehen. Ja, das kann man richtig sein. Ja, ausweichen wird überbewertet, oder? Ja, ja. Braucht kein Mensch. Für was? Ja, Rambus, keine Ahnung, kann man sich schon mal gönnen. Easy go. Ja. Bist hier mit einem Labrador am Start. Ja, Mann. Heftiger Junge. Böser Bengel. Ja, geiler Anschlag, wirklich. So, komm, jetzt kommt Solarstrahl. Kurze Cola drauf. Da ist er schon da. Tschüss. Baba. Zum nächsten. Er darf nicht länger wie 10 Sekunden leben, ja? Sonst ist es schlecht. Ja, ich kann ruhig mal wieder ein bisschen ausweichen. Nass bleibt. Ich will nicht nass werden. Oh, shiny Garados, cool. Mhm. In Rot. Ist eigentlich irgendwo irgendwas auf der Map zurzeit? Mhm. Oder ist nicht wirklich? Egal, ich geb mal auf die Lastwagen. Mit wie vielen Leuten kämpfen wir da eigentlich? Das geht wir irgendwie relativ fix. Wir sind zu dritt. Also wir sind zu dritt, okay. Ich denke mal schon, wieso das so schnell geht. Easy go. Aha, da kann sich ruhig einmal leben. Wir müssen auch ein bisschen hinten dran, das stimmt, ja. So. Ich weiß, ich habe irgendwie überhaupt keine Mote zum Ausweichen, weil das geht sowieso bringt alles nix. Nur noch fix Brauch down. Echt nicht, ja. Das bringt nichts. Jetzt kommt ein Heidbier. Ich glaube, ich kämpfe jetzt als nächstes mit meinem Dragoran. Einfach so. Einfach so. So. Und übrigens, Leute, wenn ihr Kommentare postet oder so, ich glaube, ich kann die Comments nicht lesen. Glaube ich zumindest. Wir befinden uns ja nicht in der Getreidegasse, sondern in einem typischen Basar und da müssen wir ja die. Bin mir aber nicht sicher. Ja, da geht ja noch nichts dran. Cool. Und das war's schon. Ja, einmal noch das Heimspiel. Einmal noch. Ich nehme jetzt meinen Dragoran. Ja, mit dem geht das echt fix immer. Geil. Ich freue mich jetzt echt auf das Sekunden. Ich will das unbedingt im Pokédex. Und tschüss. Komm. Bye bye. Das war so schön. Da stellen wir uns gleich ein, alle. Ja. So muss das. Wunderbar. Und was stellen wir da rein? Nehmen wir ein Rizeros. Ich nehme gleich mein Über. Nein. Na, die ist rot. Frechheit. Eine bodenlose Frechheit ist das. Also einfach eine bodenlose Frechheit. Irgendein Tom hat sich reingesetzt. Ja, böser Tom. Das ist so, ja. Mann. Dein Sack ist. Egal, auf das catche ich mir jetzt einen Goldini. Ein Trost-Goldini. Nein.
Fail, gell, die Wichser. Super, mehr am Start, Alter. Müssen wir gleich töten. Egal, ich catch mir die Pokis da mal. Ja, gleich. Ja, ich weiß schon, aber die ist gleich rot gewesen. Eigentlich hat Kampf gewinnen Vorrang, aber ich weiß ja nicht. Egal, ich fange mir jetzt so Stern, du. Ich weiß schon. Da war irgendwo ein böser Junge. Er wollte uns das Bein stellen. Egal. Ich hab dafür ein Sterndu gefangen, ist doch auch was. Ja, dann zerlegen wir die Arena. LOL, ist die jetzt voll. Ab zum Sulki, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir zum Sulkun. Ja, das ist doch eine Frechheit. Jetzt mal ganz im Ernst. Im Livestream, weißt du schon. Das ist so. Aber komm, einmal gehen wir jetzt noch rein. So, den verprügeln wir jetzt noch. Komm schon. Also das ist ja, das ist echt gemein. Das ist richtig gemein, ja. Den hauen wir jetzt raus. Der Minenmaster Tom. Was ist das für einer, ja? Also eine Endzeit am Start ist. Da können wir mal sagen, tschüss. Oh, ich will nicht sterben. Ah, oh, nein. Oh, da kommt das Ei. Ja. Was ist das? Es hat 10 Kopf, du. Böse Gegner 30. Egal, ich gebe dem jetzt dreimal Drachenklaue. Hast du das gesehen? Der ist jetzt richtig böse ausgezuckt, der Dragoran. Er hat jetzt so richtig auf Rage-Modus umgeschalten. Ja, komm schon. Aber es ist schon krass, wie hart die Halteras down gehen. Das ist mal ganz im Ernst. Oh, ein Dragoran. Ich glaube, der Fallen ist jetzt auch gleich noch kommen. Ja, der wird direkt beim Rage sein. Ich habe das Spiel schon ganz verlernt irgendwie. Ja. Ja, ich glaube, das ist heute das erste Mal seit 2 Monaten oder so. Das ist krass, ja. Lange Pause. Aber trotzdem ist echt lustig. Macht echt mal wieder richtig Spaß. Holen wir uns ein Südchen. Das ist doch was. Ja, einen. Ich weiß nicht. Ich habe eher Arcane, das ist überflüssig. Oh nein, mein Smash Bros. Der ist down. Nein. Egal. Wie viel kann man da füttern? Nein, die füttert das alles wieder. Ja, okay, wir gehen weiter. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich verbinde noch mein Go Plus wieder. Nein. Leute, wir ziehen jetzt zum Suicune. Okay, wir gehen zum Suicune, Leute. Das bringt alles nichts. Das ist. Das macht mir keinen Spaß so. Aber warte mal, wenn wir zum Suicune wollen, dann müssen wir da hoch. Ja, passt ja. Hey, Leute, dann gehen wir zum Suicune, oder? Dann müssen wir aber da hochgehen. Easy go. So Leute, und ich mache das jetzt einfach mal so. Ich stelle hier jetzt mal straight den Kameramodus ein. Wir sind jetzt da gerade in der Getreidegasse unterwegs, in Salzburg. Und wir gehen da jetzt mal Richtung einen Suicune. Ja, der hat mich jetzt ganz cool angeschaut. Vielleicht hat er sich angesprochen gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da sind ein paar Leute hier mit mir unterwegs. Ich glaube, wir sind zu 8 oder so. Schön, ne? Wunderbar. Wow, ein Pokestop. Wow, noch ein Pokestop. Cool. Aber irgendwie, ich sollte das Go Plus wieder trennen, das bringt nichts. Ich weiß nicht, Leute, ob das bei euch auch ist, aber beim iOS ist es im Moment so, dass das Go Plus leider sehr schlecht bis gar nicht funktioniert, weil es einfach bei jedem Poké und Pokestop bis zu 6-mal vibriert und somit ist das relativ sinnlos, weil die meiste Zeit die Sachen einfach out of range sind. Ja, kann man nicht viel machen. Cool. Wo ist eigentlich der Daniel? Wo ist er? Ah, jetzt sieht man. Oh je. Ist schon dabei. Okay. Gut. Oh, ein Zubat. Ein Raupi. Heftig. Müssen wir gleich mitnehmen. Wow. Ich bin der Raupi-Flüsterer. Raupi, aber wenigstens kriegen wir mal wieder Sternenstaub ein bisschen.
Disco. Wenn Disco Plus schon nicht funktioniert, dann kann man wenigstens Sternenstopp holen. Komm schon. Schau, der bewegt sich. So ein frecher Bengel. Hast du das gesehen? Gut. Hey, das ist, ist das jetzt neu mit der Anzeige? Ja. Gut? Klasse gibt's nicht mehr. Was? Klasse gibt's nicht mehr? Das heißt jetzt gut. Warum schreien sie nicht gleich ein okay cool? So, das geworfen, okay cool. Alles klar. Gut. Hast du es eigentlich schon in die Gruppen gepostet? Nix. Ist überall da, wo ich bin. Wonderbra. Wonderbra. Ja. Ja, dann. Und wie schaut's mit deiner Zapftasse aus? Hast du schon alle auf Max gepusht? Also, okay. Ich habe nur meinen 98er auf Max. Ja. Ich habe dafür noch ein paar Koko-Weiß am Start. Mit relativ viel Solarstrahl. Cool. Ich mache mal die Cam wieder an, Leute. Wir sind hier, ja. Für alle, die aus Salzburg kommen, wo sind wir hier? Wir sind hier bei der Pferdeschwemme, genau. Coole Sache. Und jetzt geht's mal hier da oben durch das Neutor durch, Richtung Suikun. Und dann werden wir eh sehen, was dann als nächstes passiert, aufspannen wird, je nachdem. Einfach mal schauen. Gut. Oh, ein Pokestop. Heftig, heftig. Noch ein Pokestop. Cool. So viele Pokestops. Hey, wir könnten uns eigentlich das Tourdog hier auch noch mitnehmen, so just for fun. Ja, mach das. Ein Reberack. Hey, sollen wir uns das Tourdog vielleicht auch noch mitnehmen? Okay, einfach nur so. Okay. Nein, das Reberack ist abgehauen. So Leute, jetzt stehen wir hier bei der Kreuzung. Ja. Und da ist ein Quapsel auf dem Zebrastreifen. Also der traut sich was. Stell dir mal vor, da kommt jetzt ein Auto, bevor ich das eingefangen habe. Ja? Dann ist er tot. Da kann er gar nichts machen. Jetzt hoffe ich für ihn, dass der da drinnen bleibt, weil sonst wird er gleich sterben. Okay, er hat sich's anders überlegt. Er wollte doch leben. Cool. Ich freue mich jetzt echt schon auf das Suikun, weil das wird jetzt wieder ein neuer Pokédex-Eintrag bei mir. Na, Basti, das ist halt da. Schlüssel. Ich glaube, ich kann mal wieder ein paar Sachen beleben. Cool. Ja. Cool. Wunderbar. So, und jetzt könnte auch langsam die Ampel grün werden. Wäre ganz cool. So. Wie viele Leute braucht man eigentlich für Suikun? 5 sollte reichen. Schon? Ja. Aber es ist relativ defensiv, glaube ich, oder? Ja. Also es ist ungefähr, man kann sich das, glaube ich, so wie Aquana vorstellen, nur ein bisschen defensiver, oder? Ja, ja. So. Wie ist vom Moveset her Aquaknaller, Hydropumper? Nein, eben nicht. Aquaknaller, ja, dann ist scheiße. Leider nicht, sondern nur Sondersensor und Kraftreserve. Ja, okay, dann ist es kacke. Dann ist es im Endeffekt, das ist dann richtig kacke, weil was willst du mit dem Wasserpoki ohne Aquaknarre? Richtig. Das ist kacke. Dann ist Aquana im Endeffekt stärker wie Suikun, obwohl Aquana easy to go ist und eigentlich Suikun legendär. Naja, das hatte eigentlich mal Aquaknarre, aber das haben sie geändert. Warum? Das ist genau dasselbe wie beim Zapdos, weil beim Zapdos hatten sie auch mal im Movepool einen Donnerschock drinnen, ja, und der wurde dann aber geändert durch Ladestrahl, und Ladestrahl ist ultra kacke, weil der... Na okay, Ladestrahl geht sogar, weil er relativ gut Energie gibt. Er gibt gut Energie und der Balken ist schnell voll, das ist richtig, ja. Aber ich schätze mal, wenn PvP ist oder so, kannst du den relativ leicht ausweichen, glaube ich halt. Aber wir haben so. Ja bald wieder unser neues Elektro-Pokémon. Ja, Raikou. Das dann in Donnerstock eben. Ja, stimmt, Raikou ist ja wirklich extrem stark, hat ja, glaube ich, einen relativ guten Angriffspace. Oh ja. Komm schon, ein Taubsi, komm. Das Spiel will mir jetzt echt einen Taubsi verbannen, ne, will ich nicht. Ja. Geh in dein Ball. Gutes Taubsi. Wunderbar. Ich frage mich gerade, wo ist eigentlich der Daniel? Der ist weg. Der ist einfach. Der ist so verschwunden. Den müssen wir mal herholen. So, Leute, ich mache hier jetzt mal kurz die Cam wieder an. Wir gehen jetzt hier durch so einen Durchgang durch. Das nennt sich. Wie nennt sich das? Neutor. Genau, Neutor nennt sich das, glaube ich. Ja. Und da am Ende des Tunnels, wo man da jetzt so Licht sieht,
Da ist dann auch schon die Arena, wo das Suikun ist. Und da gehen wir jetzt hin. Schön, ne? Das ist geil. Und ich hoffe, wir wissen die Catchrate von dem Ding. Mies? Lass mal schauen, was habe ich jetzt? Mies oder fies? Oder beides? Ich glaube eher, ist okay. Also ich war schon aktiv, habe jetzt 43,30. Okay. Quote. 43,30 ist eh relativ stark. Aber ich glaube, die Catchrate von Suikun ist 2% oder so. Ja, das ist richtig, ja. Also, ja. Ja, Leute, ich möchte mich hiermit entschuldigen, dass ich bei meinem Kanal links und rechts die Seitenränder noch nicht gemacht habe. Aber ja, müsst ihr damit leben. Ist halt schwarz. So. Und jetzt sollten wir eh gleich einmal am Ende vom Tunnel sein. Ich mache mal wieder die Kamera an. Vielleicht kann ich euch belichten und umkehren. Schön. Ein Fahrrad. So, jetzt sollten wir eigentlich gleich da sein. Ja, hast du schön gesagt. So. Ah, der Fabi ist auch schon da. Ja, wunderbar, da stehen sie auch schon. Ah, und da ist noch so ein Kollege von uns. Kennen wir auch, ja. Ja, ja. Ein Rehwarack, cool. Nehmen wir den gleich mit. Einmal, danke. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Legende ist hier. Hallo. Alles klar? Ja. Fein, fein. Abi, coole Sache. So, und da sind wir beim Suikun. Hallo Suikun. Okay, okay. So, das ist jetzt das erste Suikun. Ja. In Pokémon Go für mich. Ja, cool. Ja, dann holen wir uns den. Oh mein Gott, wir sind echt viele Leute. Das ist echt krass. Auf jeden Fall gelogen. Krass, krass, krass. Wir sollen mal reingehen. Der Dani ist auch da. Der Dani ist auch da. Bis 15 Uhr. Also kommen noch ein paar Leute. Könnte in der großen Gruppe zumindest 15 noch ausmachen. Ah, okay. So lange zumindest warten. Okay, dann warten wir kurz. So Leute, das heißt, wir warten jetzt. Natürlich. Ah, da kommt noch wer. Ah ja, da sind schon noch ein paar Leute, also wir stehen hier jetzt, egal, ich mache da jetzt einfach Kamera an. Wir stehen da jetzt hier mit ein paar Leuten und gönnen uns ein Suikun. Und wir warten jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Wunderbar. So, ich schalte jetzt trotzdem mal wieder um. Ja, also ich schätze mal, da werden in den nächsten Minuten wohl noch ein paar Leute kommen. Haben wir eigentlich eine Map oder so am Start? Vielleicht spawnt ihr irgendwo was Cooles. Drauf, ja klar. Vielleicht müssen wir wieder mal auf den Berg raufgehen. Zeit für die Bergrettung. Oh mein Gott, was hast du da? Schaut jetzt neu aus, gell? Labita. Zwei Labita hintereinander gekriegt. Aus dem 10er, ey? Ja. Ah, coole Sache. Waren zwar beschissen, aber von der Bewertung. Coole Sache. Ja. Ich würde mal sagen, nie in der Nähe, aber sonst ist nicht viel los. Ich gehe mal hier meine Pokés durch. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was ich so am Start habe. Oh ja, das ist eine gute aber Idee. Aber es ist gerade langweilig, also habe ich jetzt Zeit dafür. Ja, das ist jetzt hier so meine Armee, Leute. Ich sortiere das jetzt einfach mal nach Favorit. Für alle, die meine Pokés noch nicht so kennen. Ich habe halt hier alles Mögliche von früher noch am Start. Aber ich habe auch 2 Monate nicht gespielt. Gut, so ungefähr, damit ihr mal Bescheid wisst. Oh, und da sind Pokés gespawnt. Cool. Ich verbinde mal das Kofis. Das merkt man. Was denn? Schon lange nicht gespielt hat. Ja. Ja, ja, komm, hör mir auf. Ihr habt mich einfach alle gnadenlos eingeholt. Ja, und mir geht's jetzt auch schon gleich weiter. Juhu! Rein da, komm. Oha. Ja, warte mal, dann nehmen wir doch den Kollegen mit. Einmal Eierbaum. Ich bin aus der nehmen wir noch Vertrag ran mit so. Alles cool hier. Ja, weiß nicht. Eigentlich, Relaxo ist eigentlich. Ja, ich bin auch schon drin. So, okay. So. Vielleicht. Ich. Da ist er, der Lexer ist halt gut. Der hat alles terrorisiert. Ja, da sind einige Level 40er am Start. Das ist cool. Ich kenne Pokémon Spiel, die mich. Die Bartscheibe erfolgt von einem Fluss aufgetrieben. Wirklich? Nein. Okay, das hätte mich nicht gewundert. Sag ich dir ganz ehrlich. Die Bowling-Kills, aber einen coolen Gruppencode haben wir.
Und die Bowlingpins nicht immer deine Kopf an. Schaut fast so aus. Ja. Na, du hast da jetzt auch schon eine ordentliche. Nice. Das ist ein 96 IV, oder? Das Zappos. Angriff, Verteidigung hast du, Max, oder? Ja, dann top. Das dritte Werk ist leider auch. Dann ist 96 IV. Ist egal. Was gehst du rein so? Ja, Zapdos mit meiner Eierarmee. Ja, bei mir auch. Zweimal Eierbisa und dreimal so, Elektro. Keine Ahnung, wenn ich noch einen Zapdos auf Max hätte, dann würde ich noch einen Zapdos nehmen, aber ich habe nur eins. Deswegen nehme ich einfach das. So. Ganz ehrlich. Okay, cool. So, und das kann Sondersensor, oder wie? Ja, das ist mein erstes Suicun generell. Okay, was kann das? Blooper oder was ist das? Oder Sondersensor, keine Ahnung. Egal, ich gebe dem jetzt einfach zweimal Donnerblitz. Ich hab den Sonderblitz nicht hinter drin. Wie ist er da? Das kann Blubstrahl. Ich weiß es nicht, ich müsste mal schauen. Das Problem ist, ich sehe die Comments nicht. Funktioniert super bei denen auch. Ja, das geht immer gut. Oh nein, mein Zapdos ist dann. Boah, der geht aber richtig fix down, der ist ja jetzt schon über die Hälfte. Easy life. Mein Zapdos ist 98er. Ich glaube mit Angriff KB Max und Verteidigung glaube ich 14 von 15 oder so. Aber das ist egal. Das ist nicht so tragisch. Ja, Angriff ist wichtig. Da gibt es noch mal diesen Lastwagen und dann sollte der Kollege eh schon da sein, oder? Papa! So, jetzt bin ich echt gespannt. Ist der schwer zum Fangen? Ist nämlich mein erster. Scheiße, echt? Oh je. Ja, cool, ich habe gerade einen Rake Pass bekommen. Hast du einen guten? 16, 10, 8, 9, was haben wir denn da gekriegt? Oh, Supertrank, cool. Hypertrank, cool. Sonnenbonbon, okay, alles klar. Und wie viele Bälle? Ich habe übrigens ultra kacke gespielt. Ich bin einfach die ganze Zeit ausgewichen. Aber egal. Hey, wo ist er denn? Ah, da ist er. Okay, ich glaube, der ist schlecht. Wie viel hat er? 1578. Der ist nur für eine 1-Rack. Okay, müssen wir schauen, wie oft bewegt sich denn der. So, probieren wir es mal. So. Okay, der zuckt eigentlich eh nicht so wirklich rum. Ja, da muss man retten. Der ist gemütlich. Ja, er mag mich trotzdem nicht so ganz. Ich probier's mal. So. Aber ich sollte vielleicht den AR-Modus ausschalten, damit ich zumindest großartig schaffe oder irgend sowas. Warte, ich mach das jetzt mal aus. Jetzt schauen wir mal. Aber der zuckt eh nicht so schlimm. Nein, er greift mir nicht so gut. Ja, der springt halt so hoch. Mann, und mein Touchscreen spinnt. Oh je, ich schieß kacke. Kann man nicht machen, wird schon drin bleiben. Ich brauche eh nur eins. Komm schon. Wow. So, mein Touchscreen spinnt. Das könnte böse enden. Fabelhaft, wunderbar. Oh je, er mag mich nicht. Meiner mag mich nicht. Das erste Mal seit drei Tagen wieder ein Trikot auf für die Gurten. Komm schon. Komm schon. Er muss drinnen bleiben. Aber bei dem kann man echt relativ safe treffen, aber irgendwie die Catchquote ist nicht so bezaubernd. Nein, mein Touch. Oh Mann, das ist die doofe Folie, was ich drauf habe. Das merkt man richtig. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Bälle verschossen. Ja. Ah, der bleibt, glaube ich, nicht drin. Bleib nicht drauf, bitte. Ja, probieren wir es. Probieren wir es mal. Sonst, glaube ich, da hinten ist jetzt eh, glaube ich, wieder einer gespawnt. Ja, egal, ist weg. Und tschüss. Okay, erster ist abgehauen. Egal, aber zumindest habe ich ihn gesehen. Ich habe es gesehen. Ah, egal. Aber ich glaube, einen schaffen wir heute schon. Einer muss... Oh je.
Aber ich warte mal, irgendwo da hinten ist doch vorher wieder ein Ei aufgegangen, oder? Gesehen, ja. Ah, da oben. Ist das ein Berg? Das ist auf der Richterhöhe. Wir könnten auf den Berg raufgehen. Da wäre so in 40. Da wäre in 40 Minuten ein Raid. Sollen wir da raufgehen? Gehen wir Berg. Gehen wir Berg? Gehen wir Berg? Gehen wir Berg? Gehen wir alle Berg? Sicher. Aber wir haben eh noch 40 Minuten Zeit. Das passt. Das ist cool. Kann ich immer beleben und so. Ja, meiner wollte auch nicht, keine Ahnung. Aber ich habe auch Kacke geschossen. So. Ja. Schön, gell? Ja. So. Ja. Und jetzt? 16.05, der reicht auch. 16.05? Warte mal, ich schalte mal auf die Cam, damit die Leute mal deine Sammlung sehen können. So ist es jetzt hier der Kollege von mir, der Fab. Der hat viele, viele coole Pokés hier am Start schon. Hast du irgendein cooles Entei oder so? Weil Entei habe ich selber nämlich nur eins. Entei, naja, das habe ich jetzt schon gepusht. Das wie viel war, IV? Attacke Max, ich glaube es war 19 herum. Okay. 1920. Also hast du eins mit Angriff, Verteidigung auch auf Max vom Entei. Das ist cool. Ja. Das ist, da kann man schon mal arbeiten damit. Was ist denn der, sind eher die Zapdos. Ja, du hast auch relativ viele Zapdos, gell? Runter. Was? Das da am Wald? Das ist auch viele, viele. Oh, ja, ja, da geht's. Ja, da merkt man, du warst viel mit mir unterwegs. Du warst definitiv viel mit mir unterwegs. Ja, viele Lava da. Coole Sache. Ja, läuft bei dir. So, ich muss jetzt mal schauen, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zapdos ich im Moment am Start habe, aber das sind einige. Das ist wirklich der auf der Richtige. Kann man mal da durchschauen. Da kann man viel runterscrollen. Also, wenn ihr mal was zum Tauschen haben wollt, ich habe ein paar Zapdos über. Ja. Hast du auch Ding, wie heißt Arctos? Ja. Oder Lavados? Ja, warte mal. Weil ich habe keine davon. Warum? Arctos. Ich bin Team Rot, aber ich habe keine davon. Arctos habe ich drei Stück. Arctos war ich nicht so erfolgreich, aber da habe ich auch nicht wirklich viel gespielt. Schauen wir mal, bei Lavados glaube ich, habe ich auch ein paar. Okay, da habe ich sechs Stück, das ist auch nicht so. Mein Problem war bei... Oder sieben. Bei Arctos habe ich vier Raids gemacht und keins gekriegt. Und bei Lavados habe ich kein Raid gemacht, weil ich da im Urlaub war. Oder schlecht? Und bei Zapdos habe ich, glaube ich, fünf Raids gemacht und einen davon. Ja, wir können bei Lugia hatte ich auch auf den Berg eigentlich hochgehen. So. Wäre doch kein Fehler, oder? Ja, vor allem zum Spaß. Ja, und zwar noch was zu trinken. Ist ja. Was ist 16? 16, 10. Bei Suicune? 16, 13. Echt? Okay. 16, 13 ist 100 IV. Ah, okay. Cool. Der 98 IV ist hinten, nice. Aber da oben am Berg Richterhöhe, da ist echt gemütlich zum Raufgehen. So, ist eine coole Aussicht. Holen wir uns das nächste Suicune, oder? Achso, das ist schon weit. Sicher. Sicher. 100% gestern. Oh, sehr geil. Und gleich Level 35. Oh, okay. So. Ich würde mal sagen, bewegen wir uns. Ja, ich streame übers Handy. Das nennt sich Omelette Arcade. Das ist eine neue App. Damit kannst du relativ safe. Du kannst zu YouTube, zu Twitch und zu diverse anderen Plattformen damit streamen, das ist eigentlich relativ nice. Richtung Spar. Ja. Ja, gehen wir Richtung Spar. Wir holen uns jetzt was zum Essen. Ja, gehen wir, oder? Ja, fix. Daniel, wir gehen. Wow. Achso, der Fab wollte noch zum Spar. Essen und Trinken kaufen. So, keine Ahnung, gehen wir mit ihm. Wir halt längere Zeit noch unterwegs. Ja, Leute, jetzt ist im Moment nicht wirklich viel los hier. Wir gehen jetzt mal Richtung Supermarkt, ja, so viel kann ich euch jetzt schon hier, verraten. Wenn du gerade durchgehst, auf dem Universitätsplatz im Eck. Fix. Ich mache jetzt hier, Leute, wieder die Cam an. Wir gehen jetzt hier durchs Neutor wieder, retour durch. Da ist ein Tunnel. Oh mein Gott, Tunnel, kalt, kein Licht, Hilfe. Werden wir entführt? Nein. Schon wieder keine Eier. Und, lol, schauen bei dir, what the fuck? Bei dir schauen die Inkubatoren ganz anders aus wie bei mir. Das sind die Schnellbrotmaschinen. Ach so, das sind Schnellbrotmaschinen. Oh, alles klar, man. Definitiv, ich habe länger nicht gespielt. Nein, das war kann man, warte mal, kann man schnell. Also Schnellbrotmaschinen kann man nicht mehr kaufen, oder? Der war nur in der Spezialbox. Ah, alles klar, okay. Die das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, das war muss ich dir ganz ehrlich sagen. Echt, oder? Ja. Oh je. Ja, aber egal, hätte nichts gebracht. Doch, Sternenstaub. Ja, egal, Sternenstaub brauche ich jetzt auch doppelten nicht unbedingt. Okay, doppelter Sternenstaub ist doppelt cool. Zu schnell aus. Aber ich muss jetzt mal hier schauen, ich möchte nämlich meinen Kanga mal wieder hochpushen, come on.
Nein, nein, mir fehlt Sternenstaub. Mir fehlt einfach der Sternenstaub. Das ist traurig. Leute, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Oh nein, und ich habe mein GPS-Signal verloren. Run, 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 run. Schlecht. Jetzt ist er wieder da. Da freue ich mich. Tipptopp. Hey, warte mal, funktioniert eigentlich die Go-Map? Echt? Ist irgendwo irgendwas Cooles in der Nähe? Weil ich könnte eigentlich auf mein Second-Handy mal auf die Map schauen, soweit. So, und Leute, mein Avatar, der steht jetzt hier mal rum, weil wir eben durch den Tunnel hier gehen und da ist leider nicht so viel mit GPS und so. Ja, muss man leider so sagen. Kann man nicht viel machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch gleich hier wieder draußen und dann sollte das GPS auch wieder funktionieren. Und dann kann ich euch wieder ein bisschen mehr sagen. So, und ich habe jetzt hier nebenbei mein zweites Handy ausgepackt und werde jetzt mal nebenbei die Go-Map checken. So, jetzt sind wir auch da schon wieder draußen. Wunderbar, das heißt, halten wir wieder auf Ingame-Modus. Alles klar, so. Jetzt schauen wir mal. Ein Pokestop für mich, wunderschön. Ah, den kann man zulassen. Ja, ja, ja. So, wunderbar, okay. So. So. Gut. Holy fuck. Okay, viele, viele Pokémon auf der Map im Moment, aber ich glaube, in der Stadt selber ist im Moment nicht wirklich was in der Nähe. Nö, nee, ist nix. Wunderbar. So. Gut. So, aber den Tourtalk, den könnte man doch eigentlich mitnehmen, oder? Jetzt mal ganz neutral betrachtet, so ein Tourtalk für zwischendurch, oder? Das wäre doch was. Ja, der kostet einen Redpass. Ja, okay. Der kostet 190. Ja, außer wenn man just for fun, so ein Tourtalk wäre doch mal was, oder? Könntest du nicht zu zweit probieren. Ich bin auf deiner Seite mit den Redpässe. So, okay. Okay, ich gib's auf. Du hast schon lange nicht mehr gespielt, du weißt einfach nicht, was Redpässe bedeuten. Ich weiß. Du weißt nicht, was es bedeutet. Na, warte mal, ich hab aber ein paar Redpässe hier am Start. Schau, ich hab noch 43 Premium Raid Pass, ja, Premium, ja, VIP, very important, ja. Ja, ich glaube jetzt 20 wieder. Wunderbar. Aber ich tue immer Sport. Ja. Jeden zweiten Tag kann ich immer wieder anleiten. Ich hätte mir ja eigentlich vorgenommen, dass ich in der Zeit, wo ich jetzt nicht spiele, jeden Tag so den täglichen Pass verhaue. Aber es hat mich irgendwie nicht gefreut, weil was kannst du machen? Ja, Kokowai oder irgend so einen schwachen Boss, der macht dich nicht froh. Doch, ja. Die Rackrocken mag ich ja nicht. Ist egal. So Leute, ich mach mal wieder die Kämmern, weil sonst passiert hier gar nichts. Wir stehen nämlich bei einer Ampel. Und ja, da sind schöne Autos, wie man hier sehen kann. Und wir warten jetzt, dass es endlich mal grün wird. Werde grün. Oh, die Hells Angels hier auch am Start. Wunderbar. Heftig. Was ist da los? What? Warte mal. Da müssen wir auf die Cam schalten. Okay, bei ihm passiert gerade was. Was passiert da gerade? Er verwandelt sich zum Super Saiyajin. Jetzt wird er gleich Super Saiyajin. Was ist da los? Kamehameha! Komm, wusch! Was passiert da gerade? Eine Arena wird von mir bekämpft. Oh, und dann fängst du dich in einen Super Saiyajin zum Verwandeln an? So ist es, ja. Alles klar, okay. Er gibt definitiv Sinn, weil der Ash hat sich ja auch immer... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich war das da so ein Goku. Egal, vielleicht wurde das vertauscht. Die Super Brutmaschine. Ja. Mann, ich hätte auch gern Super Brutmaschinen, aber was bringen die? Die machen den Brutvorgang um wie viel schneller? Ums Dreifache? Oder? Naja, 2 Kilometer brauchen nur noch 1,3, 10 Kilometer brauchen nur noch 6,7. Ah, okay. Ja, das ist bei mir vorbeigegangen. Also Leute, habt ihr das gehört? Ja, ihr habt es gehört. Bin mir sicher. Ich müsste noch mal zurückspulen. Aber ja. Gut. So. Und jetzt sollten wir auch gleich mal da sein, wo du dein Getränk holen musst, oder? Irgendwo, irgendwie. Vielleicht machen wir wieder die Kämmern. Einfach so. Wir sind da jetzt irgendwo in der Innenstadt unterwegs. Und ich gehe da jetzt einfach mal den Farben so nach. Und ja, dann schauen wir mal. Das ist im Moment nicht wirklich viel Aufregendes. Okay. Schauen wir mal. Renn mal das Go Plus wieder, vielleicht poppt dann mal ein Poki wieder.
Dann kann ich nämlich den AR-Modus reintun. Ja, das ist doch schön, ne? Remo-reich. Hallihallo, so. Machen wir den AR-Modus gleich an. Tipptopp. Perfekt, so. Hätten wir den auch den Kollegen so. Oh, da ist ein Pokestop. Kann ich den erreichen? Nein, den kann ich nicht erreichen natürlich. Wäre auch schön gewesen. Oh mein Gott, und ein Goldini. Heftig, heftig. Goldini, Goldini. Kennen wir uns den Kollegen. Mhm. Wunderbar. Du, Fab, hast du das Gerücht gehört, dass anscheinend heute Abend um 22 Uhr die dritte Generation bzw. ein paar Geist-Pokés davon ins Spiel kommen sollen? 21 Uhr. 21 Uhr. Ist das fix, oder? Coole Sache. Ja, alles klar. Da habe ich alles verpennt, sage ich ganz ehrlich. 21 Uhr, Leute, ich korrigiere. 21 Uhr, ja. Wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, bis 22 Uhr sollten sich da schon ein oder zwei neue Pokés noch ausgehen. Und ein Quatsch! Quatsch! Den gönnen wir uns auch. Gut. Habe ich gut gemacht. Schön. Oh, dann wenn es minus 30 Grad hat, dann macht es nämlich richtig Spaß zum Jagen. Wenn man draußen bei voller Kälte zocken kann, das ist richtig cool, Leute. Das kann ich jedem empfehlen. Ich spiele nämlich Pokémon Go eigentlich auch nur im Winter, weil im Sommer ist das einfach viel zu anstrengend und viel zu warm draußen. Das ist eher ein Spiel für den Winter, würde ich sagen. So, das ist so ein Stubenhocker-Spiel. Nein, so, das ist nicht. Für Hardcore-Zocker. Das ist eher ein Spiel für Schneestürme und Hagelstürme. Ja, weil einfach der Touch um einiges besser auch funktioniert. Wenn so ein richtiges Hagelkorn auf dein Display drauf liegt, dann geht's ja viel besser. Ja, das stimmt. Also viel Spaß. So, wir stehen jetzt hier vor dem DM. Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass eigentlich bei Schlechtwetter Pokémon Go viel mehr Sinn macht als bei Schönwetter. Dann bei heute ist irgendwie ziemlich optimal. Oder? Ja, das ist optimal. So, nicht zu warm, nicht zu kalt. So. Mhm. Ah ja, da kommen unsere Kollegen auch schon wieder. Hallihallo! So, wir stehen jetzt hier vor einem DM. Ja, DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und jetzt warten wir einfach mal, bis die Kollegen hier alle rausgekommen sind. Denkst du wieder? Ja, wunderbar. Und dann gehen wir Berghof, oder? Ja, definitiv bin ich auch dabei. Das wollte ich hören. Leute, ihr seid super. Aha, da hinten ist ein Kokowai, braucht kein Mensch. Ja, das ist eh das einzige Ei, was jetzt aufgegangen ist. Das ist oben auf dem Berg. Ja, so ist es hier noch nicht. Dann holen wir uns das. Ich würde es halt echt gerne im Dex mal haben. Also auch. Also eigentlich eine relativ gute Catchrate. Also von den Bälle, es ist zwar bei mir jetzt nicht drinnen geblieben, aber es ist allgemein. Der Ball hat oft gezuckt. So. Also, das ist relativ okay. Ich glaube, das hat so wahrscheinlich 2 von 3 wirst du fangen. So. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, das ist definitiv okay so. Da kann man leben damit. Das ist echt okay. Ja. Ich weiß nicht, wie schaut es eigentlich da bei dir aus mit den Leges? Weil ich habe jetzt vom Lugia habe ich gar nicht so viel. Okay, da muss man laden. Entei habe ich insgesamt nur 1 gefangen. Das wollte ich irgendwie nicht so dringend. Es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn ich mir das geholt hätte. Ich glaube, den, was ich da am Start habe, der ist relativ schlecht. Nee, ich hatte so ein Eichen. Aber ansonsten, ja. Also wenn du mal... Ja, okay, du hast 400er Despos am Start, oder? Ja, okay. Kann ich irgendwann mal irgendwen vertraden. Aber den könnte ich mal hochpushen eigentlich. Der wäre ganz cool. Ja, da habe ich nicht so. Aber ich bin immer noch am Überlegen, ob ich dem statt CA vielleicht einen Luftstoß beibringen soll oder so, weil... Ich habe ihm Psycho-Set verpasst und 93er Max gepusht, ja. 93er, ja, ist eh okay, oder? 519, ja. Er ist halt relativ defensiv so. Ja. Aber ist sicher ganz nice zum Macho My Raid, oder? Richtig, habe ich schon oft gemacht, ja. Okay. Kann man das alleine mit dem Lugia? Easy, ja. Easy life, oder? Aber ich habe auch noch dafür... Habe ich noch ein Seta-Kings hätte ich noch ein paar am Start, da hätte ich 300, also wenn du mal eins brauchst, oh ja, dann sag mir Bescheid. Habe ich nicht. Ja, kann ich dir ein paar abgeben, ich kann mal schauen. Ich hätte hier noch einen Lamus mit 100 IV. Habe ich. Was laber ich? Ein Lasho-King, genau. Ich glaube, okay, Evo, habe ich doch noch 1. Ein Xian, aber ich glaube, das hat auch 100. Schauen wir mal kurz, kann es in Kampf, KP, Angriff, Verteidigung. Okay, das ist 100 IV. Was habe ich sonst? Aber ich glaube, den Kollegen, den könnte ich jetzt echt mal hochpushen, weil der ist doch cool. Das ist nice, ja. Ich bin eine Blume!
Blumen sind cool. Ja. Und dann habe ich noch einen Quacks am Start, aber der glaubt. Der hat keinen Angriff. Nein. Der hat keinen Angriff. Schlecht. Der? Aber nicht gekühlt. Muss ich mal durchchecken hier alles. Ist insgesamt ganz schlecht. Cool. Oh je. Kann man nichts machen. Das Knogger? Na, ihr habt 1233. Warte, ich schalte mal auf den Cam-Modus, so, dann können die Leute das mitsehen. Schön. Von letzten Halloween-Event ist das noch. Echt, oder? 1233. Hast du da nicht mit mir 100er gefangen? Nein. Nicht? Okay. Nein, 100er Nebulax waren so ein Haufen. Ah, okay. Warte mal. Ja, gehen wir über die Stufen hoch. Wie heißt das? Ich glaube, Busfahren 1337. Nebulak. Zusammengeschrieben alles. Nebulak, okay. Warte mal, Nebulak kennt ihr. Ist das 100 IP? Ja, nein, ich glaube schon. Habe ich auch noch 759. Nein, die habe ich schon alle entwickelt. Achso, okay. Dann müssen wir die Gänge. Hast du einen Oldschool-Gänger? Mit Dunkelklaue? Ja. Oh ja. Ja, habe ich auch einen. Das ist geil. Warte mal. Hast du da einen guten am Start? Das ist mit Dunkelklaue Spuckball. Ja, 95er habe ich auch. Das ist mit Dunkelklaue. Ein Trollger. Und alles klar. Das ist auch noch mit Dunkelklaue. Ah, das ist cool. Und die da oben sind alle 100er. Cool. So, meinst du? Ja, genau. Der erste oben. Ja. Perfekt. So, Leute, ich schalte mal wieder auf Ingame. Ja, gehen wir, oder? Und wir warten noch auf ihn. Auf wer denn? Mal durch. Ach so, warte mal. Wer ist denn jetzt schon wieder weg? Kappador, was? Da ist ein Kappador. Wo ist da ein Kappador? Ich will auch ein Kappador. Hey, übrigens, wie viele Lokis habt ihr noch am Start? So? 50, 60, okay. 20. Ich habe noch 21. Ja, wir können uns sonst einen Raid hochziehen und dann einen Loki schmeißen oder so, weil da wäre. Da wäre so ein Stop, glaube ich, ist oben oder so. Irgend sowas. Okay. So. So. Ja, Leute. Aber ich glaube, jetzt sollten alle da sein, oder? Ja. Hey Dani, jetzt sind glaube ich alle da. Ja. Da geht eh einiges alle. Hier bei mir jetzt gerade nur auf Pokestop geschalten, weil ich. Sollen wir gehen? Ja. Gehen wir. Du jetzt ein bisschen go, go. Wir gehen. Eieiei. Ich habe Bewegungsdrang. Oh ja, ist da weit zum Gehen rauf? Ja, es ist ein bisschen steil. Ah, das geht für mich. Ja, das geht schon. Die Bergrettung. Ich bin doch so, Leute, es geht hier gleich weiter. Wir stehen gerade und wissen selber nicht, warum wir eigentlich nicht schon längst losgegangen sind. Aber es sind schon alle heraus, also wir können eigentlich jetzt los. Wir könnten, eigentlich könnten wir gehen. Ja, wir können eigentlich los. Eigentlich könnten wir gehen. Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich nicht. Eigentlich. Sollen wir mal auf Selfie-Modus schalten und Hallo sagen? Ja. Dann machen wir mal auf Selfie-Modus. Wunderbar. So, Leute. Also, ihr seht mich jetzt hier. Auf der linken Seite neben mir hier ist der Daniel, der auch ein. Oh. Und da spielen wir Pokémon Go in Salzburg. Ziemlich coole Sache. Aber Salzburg. Wunderbar. Können wir uns. Beste, oder? Ja, dunkel, glaube ich, Spukball ist relativ stark bei Gengar. Also ich habe bei meinem Gengar auch... Brauchst du ein Hirn? Dunkel, glaube ich, Spukball, ja. Hirn? Ja, das ist immer gut. Hirn kann man sich gönnen. Ja, aber der hat nur 95 ID, glaube ich. Und der hat nicht mal Angriff auf Max. Nur Verteidigung. Kann man nichts machen. Gehen wir? Mhm, gehen wir. Come on. Ich glaube, bis wir oben sind, dann müsste das eh schon gespawnt sein. Cool, cool. Hm. Ja, ja, das wird schon passen. Wir haben jetzt fast nur 2 Stunden Zeit. Fast. Ja. Ich mach mal den Kameramodus wieder an. Wunderbar. So. Also Leute, wir gehen da hier jetzt bei irgendeiner Gasse, ja, und gehen jetzt mal Richtung Berg hoch, weil oben auf dem Berg, da gibt es eine Arena und da ist vor ein paar Minuten so ein lilanes Ei gespawnt und einen coolen Suicune. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin.
So, ist da irgendwo ein Poké? Nichts. Nichts ist da. Nichts. Nichts. Wahnsinn, jetzt könnte man ruhig wieder was aufspawnen. Ich brauche Sternenstaub. Au, Paras. Cool. Na ja. Moin. Vielleicht. Den muss ich schon mitnehmen. Fischgehirne. Fischgehirne. Was sagen Fischgehirne? Eines, nur. Ja. Ich bin fischallergisch. Auf der Go-Map? Mhm. Warte mal, ich muss kurz mein anderes Handy raustun. Einen Moment. Please hold the line. Nein. Nein. Es ist kein Mogelbaum. Meine Kollegin, die Wanne, die ist nämlich sehr Mogelbaum-fanatisch und feiert dieses Pokémon sehr hart. Ja, kann ich durchaus verstehen. Und Leute, für alle von euch, die nicht wissen, was ein Mogelbaum ist, ja. Bildungslücke, ja, jetzt kommt's. Nein, ich hab einen Mogelbaum. Mogelbaum! Der ist doch cool, oder? Mein Mogelbaum muss man haben. Den braucht jeder. Mogelbaum! Mogelbaum! Ja. Den gönnt man sich. Wunderbar. Ein Pokestop. Nein, Arena-Stop. Cool. Noch cooler. Warte mal. Kann man? Nee, da ist ein Raid. Wo? Da ist ein Raid in der Arena. Bei mir war gerade Ei oben. Nein? Hast du eine Anzeige gehabt? Ich mach mal wieder Hemmmodus. Einfach so. Kann man sich immer mal gönnen. Cool. So, und wir gehen da jetzt hoch, Leute. Das ist sehr hoch. Ja, das sind hier Stufen. Und da geht's dann hier hoch. Also der? Wunderbar. Das habe ich auch schon mal gesagt. Wunderbar, Karate. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Viele Raids. Oh. Da. Ja, genau, Leute. Das ist der Raid, wo wir hin müssen. Man sieht da ungefähr, wie weit wir weg sind. Oh, cool. Hut, hut. Es ist mal wirklich hinten am Arsch gelaufen. Es ist in die Hosentasche. Easy. Kramutz. Ein Kramutz. Oh mein Gott. Okay, das hatte ich echt gern gehabt. Cool. Jetzt sollten wir eh gleich einmal das böse Stückchen beseitigt haben. Ein Natu. Den gönnen wir uns. Stop. So, ich mach mal wieder die Kämmern. Ja, da geht's relativ fix hoch. Und da sind wir auch schon hoch oben. Ja, also jetzt haben wir gleich mal den ultimativen Ausblick auf Salzburg. Es ist halt weiter oben noch schöner. Wunderbar. So, ich würde mal sagen, wir gehen darauf, oder? Die Richtung. Von da unten sind wir gekommen, Leute. Und jetzt geht's da einfach hoch Richtung Second Raid. Das ist doch mal was. Rau, rau, rau. Cool. Gut. Ja, ja, natürlich. Ich brauche ein Taschentuch. Jo, hast du ein Taschentuch? Cool. Oh, Leute, ich kriege jetzt gleich ein Taschentuch, ich freue mich. Oh Gott, ein Zubat. Null. Neun. Oh nein. So, ich muss wieder mit beiden Händen.
Ja, safe. Du hast 6 Packungen Taschentücher mit, wahrscheinlich nur weil du wusstest, dass ich komme, oder? Ja! Auf meine Freunde ist Verlass. Wunderbar. So Leute, ihr werdet jetzt gleich ein euch vertrautes Geräusch hören. Kurzen Moment. So, wo tun wir das Handy hin? So. So, da tun wir das hin. Ich weiß nicht, was du für Taschen hast von der männlichen Leistung oder so. Aber 6 Taschentücher brauchst du niemals. Doch. Das war bei mir im Winter so schlimm. Das war einfach so schlimm. Echt oder was? Alter, ich habe in einer Stunde teilweise 10 Taschentücher gebraucht einfach. Was, in einer Stunde? Ja, Mann, weil das einfach so heftig war. Ja, Alter, weil meine Nase die ganze Zeit tropft. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ja, wenn es tropft, dann muss ja, auch. Ich merke das ja nicht mal, wenn es raus tropft. Auf einmal, die waren immer so zu mir, hey Chris, und haltet mir einfach so das Taschentuch hin. Aus, jetzt habe ich den Ball nebenbei gehauen. Einfach so, aus. Aus und vorbei. Nein. Ich bin total Spaß mit dir selbst haben. Und du denkst gleich wohl drauf an. Also ich hab das nicht gehört. In einer Stunde 10.000 Euro. Ja, was soll ich machen? Und dann an den Bemerkungen, wenn es drauf ist. Ja, kann man nichts machen. Das ist halt so. Ah, Giant, das ist genial. Ja, so ist das. Ich denke, das ist mal Auszeit, dass ich dann für mich ausleihen kann. Ja. Ich weiß, das Spaß mit dich selbst, wenn ich höre. Ja, ich bin bei meiner Nase einfach taub, ich spüre das nicht. So ist das, ganz einfach. Tja, oh Mist, jetzt weiß YouTube, dass ich auf der Nase taub bin. Mist. Ja, jetzt wär's so, habe ich zu viel verraten. Jetzt wär's beim nächsten Mal, wenn jetzt auf YouTube online gehst. Kommen die Leute zu mir so, ich riech dich nicht. Wärst du eine Werbeanzeige kriegen? Jetzt mehr Rieche, lassen Sie sich jetzt Ihre Nase operieren. Bei Schönheitsklinik 24. Und dann unten so werbesloganmäßig, da fährt der Bus drüber. So Leute, ich mache jetzt wieder Cam an. Ja, sexy, sexy Cam. Wir sind jetzt auf der Festung herum. Heftige Sachen. Ja, natürlich. Schau dir das tolle Tor an. Da oben ist die Festung, Leute. Wunderschön. Also warte mal, wir müssen da rauf, oder? Ja. So, da müssen wir hier rauf, Leute. Da geht's aber steil hoch. Heftig, ne? Heftig, heftig. Aber jetzt tatsächlich Leute laufen auch. Ja, es gibt wirklich Pokémon Go-Spieler, die das Spiel so spielen, wie man das spielen sollte. Nein, aber ich habe gerade auch zwei andere gesehen, die haben sich darauf gejoggt. Gejoggt? Ja. Ne, dafür habe ich keine Ressourcen. Komm schon. Come on! Warte, wir müssen rechts. Wir müssen rechts. Gut, schau, ich habe gut geschossen. Ja, gut. Okay. Und vielen Dank auch. Ja, der Fab hat es wieder geschafft. Also 14 Minuten haben wir noch Zeit. Easy life. Ich mach die Cam an, Leute. It's so beautiful here. Ja. Wir sind da jetzt von der anderen Seite der Festung und gehen da jetzt mal lang. Und da ist ein Turm. Ein großer Turm, aber da ist keine Arena. Das ist sehr seltsam. Das wundert mich. Jetzt ist die Frage, ob wir es noch schaffen, uns in die Arena reinzusetzen. Schau. Natürlich. Jo. Fangst du mal her, oder wie? Fangst du mit her? Natürlich. Nice. Weil sonst sehen ja die Leute nicht, wo wir gehen. Es ist ja langweilig, wenn du nur den Eingangsbeam hast. Voll gut. So, ein R-Modus hat schon was, aber es wäre halt cool, wenn das Go Plus funktionieren würde, weil dann könnte ich halt mehr die Cam anmachen, aber das ist halt im Moment ein bisschen doof. Easy life. Oh, da hat der Anton geschrieben, aha. Hallo Anton.
freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, das ist doch echt entspannend hier. Relativ gemütlich der Weg. Ja, schon. Das ist schon echt entspannend hier zum Gehen. Das hat schon was. Ja. Ja, das könnte man eigentlich öfters machen, so solche Runden. Hätte ich Bock drauf, ja. Das macht echt Sinn. Ja, ich weiß nicht, ich hatte in der letzten Zeit einfach keine Zeit dafür. Geht nicht. Hilft nicht. So. Ja, ich gehe da hier wieder auf Cam. Das bringt eh nichts. Ich bin so fleißig, muss ich sagen. Boah, du bist, lol, du hast fast 5000 Kilometer. Bist du. Nein, 4,2. Ja, 4,2, das ist echt viel. Also, das passt. So, warte, wir müssen mal hier kurz auf dem Zweithandy was schauen. Where is it? Perfekt. Gut, gut. No Fenster. Nein, verkackt die Bälle. Perfekt. Mich würde echt interessieren, wie viele Kalorien wir bei dem Spiel schon verbrannt haben. Ich glaube, das waren einige. Wow, heftiger Spawn. Geht was, ja. Können wir dann mal innehalten, weil wir mit Zeit. Und fangen. Ja, fetchen wir mal alles auf, oder? Ich habe heute in der Flut war der Hand. Nebulax, vielleicht Zufall. Reiner Zufall. Nebulax. Heftiger Spawn. Spawnt bei dir gar nichts. Du hast GPS-Probleme. Schaut fast so aus. Ah, du bist auch in Salzburg. Ja, das ist cool. Wir sind gerade am Mönchsberg oben. Kannst du ja mitkommen, wenn du schnell laufen kannst. Uiuiuiui. Das ist schon sick, Alter. Da stehen einfach mal so 8 Leute mit dem Handy und fangen Pokémon. Der Geist ist dann schon ausgebrochen. Ich glaube, ich kann durchaus sein. Die Ingwer-Mucke anders heute im Event. Die Ingwer-Mucke? Ja. So gruselig? Yep. Mhm. Wie schaut es eigentlich nestermäßig bei uns aus? Ganz Mirabellgarten? Ganz schwach. Goldini-Nest. Ein Goldini-Nest. Ein Goldini-Nest. Das ist schon sehr. Okay, das ist sehr traurig. Echt was? Ja, ich bin wirklich der Busfahrer. Aber ich bin kein Busfahrer, falls du das meinst. Ich bin einfach nur so ein ganz normaler Mensch, ohne Bus, ohne gar nichts, der gern Bus fahren würde, mit der Nummer 1337. So, perfekt, dann schauen wir mal. Hoi, ein Natu. Da kommt ja ein seltenes Poké nach dem anderen, da geht es ja nur noch heftiger bei uns. Der pure Action-Stream heute. Naja, wird er jetzt gleich. Ja, werden wir sehen. Ja, ich weiß nicht, ich finde das Raiden jetzt nicht so aufregend. Ich habe das irgendwie früher mehr genossen, als du halt wirklich in die Pampas gehen musstest für irgendeinen seltenen Spawn. Das ist richtig, ja. Wo du einfach das Zeitlimit hattest, so, keine Ahnung, 30 Minuten Zeit, Challenge, 20 Kilometer weg, ja. Lauf, ja. Gönn es dir. Schade, dass das nicht mehr so ist. Ich weiß nicht, mich hat das, dass es mit dem Raid so easy geworden ist, hat mich irgendwie demotiviert. Ich habe das irgendwie, hast mich schon mal gesehen, ja, das freut mich. Vielleicht habe ich dich auch gesehen. Und weiß gar nicht, wer du bist. Oh je, ein Taubsi, das könnte der Boss werden. Oh, gut geworfen habe ich auch noch. Heftig. So, ich glaube, wir haben noch ziemlich lange Zeit für den Raid, oder? Ich glaube, so 10 Minuten oder so sollten es noch sein. Easy. Easy go. Oh, und da ist ein Grammux, den nehmen wir auch gleich mit. Hallo, Grammux. Da oben wartet ein Pinsir. Ein Pinsir? Cool.
Dann nehmen wir uns das Pinke. Komm on. Boah. Wunderbar. Ja, wie viel Grammux-Bonbons hast du eigentlich schon am Start? Boah, muss mal schauen. Sind die ich weiß nicht. 5000 oder so. Das Komische ist, das Grammux ist eines von den Pokés, wo ich meistens einen Hyperball drauf schieße. Weil ja, die einfach so fies ausbrechen und mir einfach die Zeit das nicht wert ist, dass ich das dreimal anschieße. So. Und keine Ahnung, bevor ich die Hyperbälle wegschmeiß. Mach ich auch so. Ach, easy. Ich weiß nicht, wie viele Hyperbälle ich schon weggeschmissen habe, aber es waren sicher über 3000. Easy. Ja. Dann schauen wir mal, kann man sich in die Arena eigentlich reinstellen sogar? Ah ja, da kann man noch rein. Ja, knapp 5000 habe ich Bonbons. Das möchte ich nicht verraten, aber ich bin über 20, sagen wir es mal so. Es bleibt geheim. Kann man sogar noch Platz in der Arena? Ja. Boah, zwei Pokés gleicher. Heftig, heftig. So, und da ist richtig schön Sonne hier. Das freut mich. Und großartig auch noch. Das fängt ja schon mal gut an. So. Jetzt sind wir, glaube ich, eh gleich bei der Arena, oder? Wir sind schon bei der Arena. Wir sind schon bei der Arena. Noch besser. Was schauen wir denn? Boah. Da haben wir... Was haben wir denn da rein? Da haben wir den da rein. Passt schon. Ja, wunderbar. So, ich fütter das Ding. Ich verbrenne da mal alle Beeren, das bringt eh nichts. Ja, schau da, da ist jetzt das Geräusch der Belohnung. Ding, ding. Boah, das ist Musik in meinen Ohren. Boah, das auch. Boah. Hörst du das? Das ist einfach Musik. Ding, ding. Ding, ding. Spielautomaten. Triple Combo, Quattro Combo. Wunderbar. Boah, du hast gleich einen dicken reingestellt. Wunderbar. Dann verheizen wir mal alle Beeren. Setzen wir uns da her, easy. Welche Farbe hat? Gelb. Eine gelbe Arena. Ja schon, aber wir werden sie so lange füttern, dass sie einfach nicht ankriegt. Wunderbar, es ist einfach nur noch Geräusch der Belohnung in meinen Augen, was da gerade abgeht. Heftig, heftig, ne? Alle Bären weg, jawohl. So muss das. Aber jetzt. Jetzt komm. Boah, das packt er jetzt nicht mehr. Das ist ihm jetzt zu viel geworden. Jetzt denkt er so, oh, du brauchst jetzt mal eine Pause. Komm mal runter von Füttern. Na, Junge, alles wird gut. Alles wird gut. Gut. Ja, den 10 Bären. Natürlich. So, jetzt sieht sich aber fast am Abgrund. Weiter geht echt nicht mehr. Wie viele Bären gehen da noch rein, Alter? Jetzt mal ganz im Ernst. So, jetzt aber. Gibt es hier Weiterentwicklung? Weißt du da was? Nein, gibt's nicht. Vorne kann man was machen. Wie ist es hier? Ja. Wie ist es denn? Hey. Keines ist weg. Der muss gefüttern. Feed it. Das ist mir zu benedent. So, was haben wir da? Ich habe jetzt 5. 5000 ist jetzt. Ciao, ciao! Was denn? Einfach, dass man sagt, man hat's. Ja. Hallo Survive, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zusehen. Wir sind hier gerade auf dem Berg, Leute. Ja. Und da ist jetzt eine Arena. Da gibt es gleich einen Frühkunden und wir warten jetzt hier mit so geschätzt 8 Leuten, bis der ganze Spaß hier losgeht. Kann ich später machen, aber erst wenn der Screen vorbei ist. So. Das ist ja cool. Es freut mich jetzt irgendwie, dass die Kommentare funktionieren. Sehr schön. So. Aber da müssen wir gleich füttern. Oh, 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 da ist Fütterbedarf. Komm. Da gehen wir ruhig. So, und welches Team ist denn? Gelb. Mhm. Oh Gott, meine App hat sich aufgenommen. Nein. Ich bin auch noch gelb. Lol, schau dir das mal an. Das meine App hat sich aufgehangen. Okay, ich muss mal hier. Das ist so geil. Bei welchem Spiel welchem bitte? Kann man da schauen? Gibt's da nur zwei Farben Jack, oder wie? Jack, Jack. Danke, ich werde dich später auch abonnieren, aber erst wenn mein Stream vorbei ist. Ja, genau. Oh nein. So, ich kann eh nicht mehr füttern. Alles cool. Ja, dann. Ich drehe den Stopp jetzt mal.
Also wir haben ja 2 Minuten. Das passt gut. Schaffen wir nur 2 Minuten füttern. 2 Minuten füttern, easy life. Die machen alles kaputt. So, warten wir aber. Ja. Ich würde mal sagen, bei mir ist gerade ein bisschen gepackt, oder? Ja, es war bei mir vorher auch. Ich habe die App schon neu gestartet. Ich glaube, ich werde einfach mal, wir sollten da füttern. Okay. Ich kann nichts mehr füttern. Ja, dann füttern wir den Dicken. Ja. Ich kriege so eine Maus in der Zeit, dass das Ei verschluckt. Ich weiß, ihr kriegt sie ja nicht mehr dran. Da braucht es einfach Bernhard Vektor. Ah, das geht schon. Sehe ich auch so. Sternenstab ist schon. So, 2 Minuten. Ich mach mal die Kämmern. Schöner Ausblick. Jetzt sind noch 3 gelbe da. Ja, schöner Ausblick. Da sitzen wir gerade. Ziemlich nice. Und der Daniel, unser Kameramann. Wunderschön. Dani, wink mal rein. Sag mal Hallo zur Welt. Hallo Welt. Hallo Welt. Schön, ne? Bitte zurück. Ja, Hallo Noob! Oh, yes. So, wo ist er denn? Füttern! 9! Ich kann den nicht füttern. Aber den kann ich füttern. So, den geben wir jetzt eine goldene. Die hat er sich jetzt verdient. Danke. Ah, der hat Hunger gehabt. Ja, schau, du kannst meinen Stallklumpen auch füttern. Den wird dabei. Ich verstehe gar nicht. Ach so. Warte mal, ich sollte mir mal für Suicune so ein Setup machen. Was nehmen wir denn da am besten? Pflanze, Elektro. Schön. Ja. Ja, wobei es freut mich jetzt eigentlich nicht. Das kann ich später auch. Oh, Garados, den kann man füttern. Ja, der hat Hunger, schau. Der ist schon ganz angeschwächt. Schau. Ganz arm. Ich bin schon wieder oben. Nein. Wenn er direkt auf die App zugreift, nicht sonst grundsätzlich. Also mit Screenshots schon. Und so weiter schon. Ja, weiß. Auch Leute gesperrt waren. Nein, weil Screenshot. Weil sie jetzt eine Lücke eingebaut haben, in der sie schauen können, was du für Apps drauf hast. Echt, oder? Ja, ist es jetzt soweit? Nein, Antibot haben sie jetzt auch. Oh. Ja, keine Ahnung. Einfach gar nichts verwenden. Und auf einen separaten. Ich weiß nicht, für ich brauche. Funktioniert aber grandios, weil jetzt bei den Spoofer ist es so, dass, wenn du Spoofer bist, dann kriegst du diese Warnung, dass du die Apps löschen musst und, und du kannst den, du kriegst diese Warnung vor dem Login-Screen. Dann du kannst ihn nicht einloggen und sobald du dann das Programm runterlöscht, kannst du wieder einloggen. Ah, okay. Das heißt, sie sperren die Spoofer nicht, sondern es ist einfach nicht mehr möglich, fertig. Genau. Okay, das ist okay. Das ist auch schon mal eine Lösung. Ja dann? Gönnen wir es uns? Ja, die Wanni muss sowieso das erste schauen, das bin ich. Okay. Die von Simcord glauben, dass die jetzt dabei Daten sammeln von den Spoofer und dass dann einmal eine richtig fette Bandwelle geben wird. Hallo Creeper! Hey cool, da kommen irgendwie die ganzen Leute von Show auf YouTube rüber, das ist doch erfreulich. Ja, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich den Showscreen auch starten können, aber egal. Du hast 5 Raikou, das ist stark. Aber du, warte mal, Raikou, wo ist der im Moment? Amerika. In Asien, okay, bist du in Asien oder was geht da ab? Cool, cool. Ja, der kommt eh, glaube ich, in 1 oder 2 Wochen zu uns, so irgendwie, oder? Wahrscheinlich bin ich. Seid ihr schon rein? Ja, gehen wir rein. Campen. 10. Okay. Muss ich tun, ey. So. Ah, cool. Das ist stark. Sind da viele Spieler? Gen 3 heute, ja. Kann ich mir gut vorstellen. So. Ja. Das passt schon. Habe ich da irgendwas? Ich habe eigentlich irgendwie Lust, dass ich mal mit einem anderen Pokémon spiele. Ich nehme mal den Flügeltudel. Ja, nehmen wir mal mit. Ich
Ich glaube, das ist gemütlich hier. Voll lustig. Das war nicht so schade. Das Swagway. Danke, Creeper. So Leute, falls ihr es nicht wusstet, ja, heute am Abend soll ein Teil der neuen Generation ins Spiel kommen. Ja, so gegen 21 Uhr herum. Sollten dann ein legendäres Bild, ja, dreimal gelb, dreimal 40, ja. Ja, gefangene Pokis, viel, sehr viel, alles viel, ja. So, ja, von den Arena-Kämpfen habe ich am meisten. Ah ja, stimmt. Ja, aber da gibt es bei Weitem schlimmere Leute. So, was ist denn da sonst? What the heck? Ja. Da geht schon los. Das ist ja mal fix gegangen. Ich hab meine App ist abgestürzt. Da kannst du den rein. Kannst du den nochmal rein. Egal, ich weiß jetzt einfach nicht mehr. Ist gleich egal. Damage. Aquavelle, okay, die zieht aber schon einiges. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Gib mir nur. Ja, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Ja, mein Zapdos stirbt gleich. Nein. Oh nein, ich habe einen Anzeigetag. Das ist gar nicht gut. Ja, ich spiele jetzt gerade mit dem X-Bad. Einfach so. Ich finde X-Bad cool. Ja, wir sind jetzt zu 8 Leute. Das sollte eigentlich easy go gehen. Das passt auf jeden Fall. Das hört schon hin. Jetzt stirbt er gleich. Nein, das nicht. Aber der hält echt viel aus. Das geht echt gut. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, der bleibt drin. Ich darf nicht mit AR-Modus fangen, weil mein Touchscreen, der geht im Moment nicht so gut. Ja, das Problem ist, ich habe eine Folie drauf und die Folie ist schon ein bisschen alt. Und echt? Ich mag es selber fangen. Das passt schon. Ich schaff das. Ich glaube das vierte oder so. Das passt schon, aber den kriegen wir eh fix dann. Das passt auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit dem Yuchi los? Achso, der ist auf Urlaub, oder? Alles klar. Ja, lass kann. Eieiei. Da ist nur noch den wieder. Ja, dieser Flak kommt schon. Gönn dir. Mit deinen Ranken. Ja. Cam. Und da ist er auch schon dann. Adieu. Na dann schauen wir mal, ob der was kann. Ja, wunderbar. 12 Bälle. Schön. Wo ist er denn? Oh, der ist gar nicht so übel, glaube ich. Was war der denn? 95. Egal, ich probier's mal. Lass noch die Bälle übrig. Nein, ich habe keine Google-Karte gekauft. So, schauen wir mal, dass der drinnen bleibt endlich. So. Nein. Hast du einen AR-Modus? Ich geh mal weg. Komm schon, bleib drinnen. Komm schon, mit 12 Bällen, also das muss doch gehen jetzt, mal ganz im Ernst. Wenn der jetzt nicht drinnen bleibt,
Gut. Ja, gut. Ich weiß schon, man kann eh ja, easy go auf fabelhaft schießen, aber das freut mich jetzt gerade nicht. Nein, mein Touch. So, muss ich wieder warten, bis er sich bewegt. Da lauser. Fabelhaft, gut. Komm schon, bleib drinnen. Ja, ich habe es. Cool, ich habe einen Südkorn gefangen. Gratulation! Wunderbar. So, einer gut? Ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber 95 ist gut. 95 ist gut. Und jetzt wahrscheinlich so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist. Warum? Ja, 89 ist gut. Passt schon. Das ist okay. Ja, cool, habe ich mir gegönnt. Kann man stehen lassen. Wie nennen wir den jetzt? Ich nenne dich die Wasserratte. Passt. Schön. Ein einfallsreicher Name, definitiv. So. Und jetzt? Das war's jetzt, oder? Jetzt ist es vorbei. Ja, in der Hast du es? Wie viel ist es mit 95? Ich kann dir gleich was zeigen. Die Bälle habe ich da. Hast du die Bälle? Cool. Dann schauen wir gleich mal, wie viele ID das hat. Aber ich glaube, das ist nicht so mächtig. Was ist der 1604? 96er. Ist nämlich nur ein Wert, Mann. Ja, könnte 96er sein. Das passt, ja. Komm an. Ja, schön. Cool. Und jetzt? Ich schau mal kurz auf die Maps. So, okay, da ist nichts. Ja, das können wir auch. So, mit der Ananas, danke schön. Du sponsorst? Ein Lokmodul, cool. Einmal nichts tun. Alles gut. Was ist da los? Der Chrisu schreibt, dein Spielsound ist zu laut. Mein Spielsound ist zu laut? Okay, dann drehe ich den ein bisschen leiser. Ja, warum nicht? Kann man ja machen. Jonas ist auch am Start, ja. Das freut mich, dass ihr alle zuschaut. Und da ist ein Schigi. Heftig. Immer diese Schigis. Jetzt kommen wir durch meinen Doki. So. Ja, schau, der bewegt sich. Ja. Der will mit mir spielen. Schicki, schicki! Ja, da hat er sich richtig gefreut, wie ich ihm den Ball auf den Kopf geschossen habe. Das hat der cool befunden. Wie schaut es da eigentlich sternenstabmäßig aus? Ah ja, da geht eh. Kann ich mal ein bisschen durchpushen wieder. Wo ist er denn? Da ist er. So, geht er jetzt über 2-2? Nein. Nein, 2,199. Kann man nichts machen. So, ja, okay, da ist jetzt nicht wirklich viel los, ne? So, aber ich könnte mal auf die Go-Map schauen. Go-Map.eu Salzburg. So machen wir das. Schauen wir mal, ich glaube, ich habe alles eingeblendet auf der Map. Ja. Aber wir brauchen Pokis. Ah, okay, ja, aber da ist im Moment nicht wirklich was. Wir haben bei der Mühlenbridge einen Suicune-Raid, der um 18.02 Uhr startet. Könnten wir mitnehmen? Ja, nehmen wir mal mit. Ist jetzt im Moment eh nicht viel los. Richtig. Hörst du mich? Ja. Egal. Hallo. Müllnersteg. Müllnersteg, das heißt Verbindung zwischen irgendwie ist mein Sigmundstor und Dings. Und ihre Bell. Genau. Jetzt aber. Richtig. Das passt genau. Wir sind da auf dem Mönch. Ich bin vorher mit 0 Sternenstab losgestartet. Unten am Berg. Ja, fix. Muss sein. Und jetzt gehen wir dann wieder ab. Ich hab gesehen, um 18 Uhr. Ja, heftig. Du hast jetzt 17.000 Sternenstab in der kurzen Zeit gemacht. Nein, das ist nicht schlecht. Hast du mit Go Plus gespielt oder ohne Go Plus? Go Plus und Airbrücken. Das ist cool. Das kann was. Das hat was. Ja, der Chris ist ein Spaß, klar. Das kann was. Ja, Leute, im Moment ist da nicht viel los, ne? Muss man einfach so sagen. Wir chillen jetzt hier einfach bei einem Locki und warten auf bessere Zeiten. Ja, wenn wir uns um 6 Uhr dort treffen, passt doch gut. Aber ich glaube, der nächste Raid, da wissen wir schon, wo wir hin müssen. Warte, ich check jetzt mal kurz die Go-Map. Come on.
Arenen. Jetzt ist das Ausbildung sexy dort. Ah ja, schau, da ist eh einiges los. Aha, okay, da. Ja, fix, dann treffen wir uns um 6 Uhr. Warte mal, das ist da ganz vorne. 17 Uhr, 27, nee, den schaffen wir nicht mehr. Aber okay. Ich glaube, Mirabell-Seite. Okay, da oben sind wir. Wir sind jetzt hier übrigens, Leute, gerade bei dem Raid hier gewesen. Aber musst du mal auf der Map schauen, ich glaube aber Mirabell-Seite, ja. Ist okay. Ja, Mann, mach das. Bis dann gleich. Ja, das habe ich mir schon angehäuft hier später. Hast du recht, das ist eine gute Idee. Bis gleich. Michi kommt auch. Michi? Das ist grafisch. Ah, cool, cool. Das ist cool. So, jetzt habe ich viermal pushen können. Viermal? Na, dreimal noch. Ich weiß nicht, ob wir dieses Relaxo noch betteln können. Am alten Markt geht bis 18.02. Ja, sicher. Wie sieht das aus? Ja, easy, go. Geh mal runter. Können wir machen. Leute. Also, jetzt läuft doch das Ding. Was? Jetzt läuft noch das Modul. Ja, das ist doch egal. Okay. Wir haben so viele Module. Ja, über 70. Ja, wenn wir Relaxo, schon, wäre ich gern dabei. Wenn immer. Wir schon, ja. Leute, habt ihr Lust auf Relaxo? Nö. Einfach nö. So prompt so. Nö. Relaxo Raid. Damit wir irgendwas tun. Beim alten Markt ist der. Ja, ja, gönnen wir uns den, oder? Relaxo geht immer. Würde ich schon sagen. Bin ich definitiv dafür. Kann man immer brauchen. Sicher, man kann nie genug Relaxos haben. Es ist immer besser, wenn man eines mehr als wie eines zu wenig hat. Ja, ja, es geht gar nicht um die Bonbons, man sammelt die Dinger einfach. Ich warte mal, ich schau mal in meinen Pokédex. Wie schaut es denn bei dir mit den Relaxos aus? Schlecht. Schlecht. So, wow, das dauert echt lang zum Lernen. So. Ja. Relaxo? Mhm. 84 gesehen, 78 gefangen. 143. Ist relativ weit unten bei den Ledges. Aber bei Lapras? 78, 68. Schau, bei Relaxo 16 gesehen, 15 gefangen. Oh, okay. Lapras habe ich 17, 17. 34, 26. Ja, 100% okay, Catchrate. Das geht gut. 8, 17, 12, ja. Zapdos 77, 54. Was? Zapdos kann ich dich einholen, warte. Wo ist ja, er? Ich weiß es nicht. Zapdos hast mehr als 100 gemacht. Gell? Ja, ja. Warte mal, ich kann ja mal unten schauen. Aber dafür habe ich mehr bei Arctos. Lugia 7 von 5. Bei Arctos und bei Lavados habe ich mehr. Lavados habe ich 31,17. Okay. Miltank. Hast du ein gutes Miltank am Start? Ich habe nicht ein gutes Miltank. Ich habe jetzt so traurig. Zwei Miltanks. Oh je. Aber dafür, bei den Lugias habe ich. Hey Leute, kommt! Wir holen uns ein Relaxo. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. So, ich würde mal sagen, ich mache die Kamera. Wir kommen hier auf einen schönen Berg mit Sicht zur Festung. Boah, ist das schön. Das ist geil. Wunderbar, ja? Da freut sich das Auge. Na, herrlich, das, ja. Das Auge ist mit. Du hast keine legendären Vögel. Wie kommt es dazu? Hast du nicht spielen können? Was ist da los? Legendäre Vögel, die muss man doch haben. So. Ja, Hunde sind auch cool. Warte, cool, ein Quapsel, den können wir uns gleich. Quapsel. Ja. Rein mit dir. Ja. Es ist echt ein Top-Wetter heute. Es ist Golden Oktober. Schauen wir mal, wenn es morgen auch so schön ist, bin ich auch definitiv am Start. Und morgen ist ja dann eh schon Gen 3, hoffentlich. Heute? Ja, heute. Ja, ich weiß nicht, heute am Abend freut es mich eigentlich nicht wirklich, weil ich weiß nicht, bin nicht so ausgerüstet zum in der Nacht spielen. Ich habe nicht wirklich eine Jacke dabei. Ja, mal schauen. Ja, wenn es zu kalt wird, vor Jahren haben, aber. Schauen wir mal. Ich nein! Was ist denn mit meinem Touch los? Komm. Ja, da kommen auch immer 4, 5 Kinder, gell? Fick von 20 Uhr, ja. Nicht mal nur noch 5, 6. Okay, ist da hier oben ein Pinsiernest? Das schaut so aus, schaut fast so aus. Was heißt ein Pinsiernest? Ja, also, sagen wir mal ein fixer Spawnpunkt. Okay, ja. Da ist noch ein Pinsier. Okay, da ist definitiv ein fixer Spawn. Ja, großartig. Aber warum haben sie das klasse weggetan? Das wäre, ich weiß nicht. Gut ist irgendwie, ich weiß nicht. Gut, das ist so wie in der Schule, so ja gut, hast du gut gemacht. Gut ist eigentlich. Kriegst du einen Stern. Gut ist ja Zweier. Aber das ist ja nicht ebenbürtig diesen Wurf. Oder?
passt schon. Lol, habe ich jetzt gerade einen Schnappschuss gehabt oder was ist das? Hey, da, ich glaube, da wo wir jetzt vorbeigehen, da ist doch so ein fixer Spawnpunkt für viele Pokés, oder? So gewesen. Ich weiß noch, dass wir... Mehr als ein Jahr her. Ja, ich weiß noch, vor einem Jahr sind wir damals jeden Tag 4-5 Mal hochgegangen für ein Glumander, für ein fucking Glumander, Mann. Wir haben dafür aber als Erste in Salzburger Jura gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das war es auch wert irgendwie. So. War schon cool. Ich habe das übrigens noch immer, gell, das erste Glurak. Das werde ich auch nicht hertauschen oder so. Das bleibt da, wo es ist. Ja. Ja, ich hätte in der Zeit, wo jetzt die ganzen Safari-Events waren und so, hätte ich echt spielen müssen. Das war irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Du hast andere Sachen gehabt, die wichtiger waren. Ja. Du hast einfach weiter geforscht bei Pokémon. Genau. Ich habe mich wirklich um die Seelen gekümmert. Ja, du hast mehr ums Paarungsverhalten gekümmert, glaube ich. Genau, ums Züchten. Züchten, aber es ist nur immer keins rausgekommen, oder? Nein. Naja, vielleicht kommt ja bald ein 10-Ei. Ja, dann bin ich auf jeden Fall bei der Party dabei. Das ist ein Schnuller von mir. Ja. Oder Decke oder was man halt dann immer braucht. So, wie schaut es eiermäßig bei mir aus? Nee, Inkubatoren brauche ich ja jetzt eigentlich nicht unbedingt kaufen. Aber heute haben wir schon ein paar Arenen gemacht. Das heißt, das ist ganz nice mit den Coins. Safari hat schon was verpasst. Alter Verwalter, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal, alter Verwalter. Leute, ich schalte mal kurz den Cam oder so. Ein Freund von mir war bei einem Safari-Event. Das ist hier so ein Screenshot. Da ist es, ja, würde ich mal sagen, zur Sache gegangen. Umschreiben wir das Ganze mal nett. Oberhausen. Oberhausen ist schon ziemlich nice. Ist das auch so wie in München? Bei so einem Einkaufszentrum gewesen, ja, in Oberhausen. Ja. Ist, wo ist es besser gegangen, München oder Oberhausen? Weil Oberhausen schaut ja wirklich nur noch heftig aus. Oberhausen hast du halt in 70 Stops zu erreichen. Was? Ja. 70 Stops? Da bist du ja mehr am Weghauen als wir am Einsammeln. Dann ist Wien sozusagen Alter Verwalter. Platz 3, weil also in Wien, glaube ich, waren es 15 Pokestops. Da kommst du da überhaupt mit dem Fangen zusammen? Weil da, musst du das du Go, da ist ja das Go Plus auch schon am Limit, oder? Bei so vielen Pokestops. Ich hatte kein Go Plus, aber ich hätte es da schon gut gebrauchen können. Ja, das wäre schon nice. Das heißt, du siehst irgendwie einfach so. Wohin aber dann, wenn es bei mir ist beim Go Plus halt im Moment das Problem, dass es bei jedem Poke und bei jedem Pokestop 6-mal vibriert. Und somit ist es eigentlich relativ useless für mich, weil du bist einfach immer fast out of range dann. Ich weiß nicht, wir sind zu schnell. Ja, schaut mal Leute, da ist kein Mensch mehr da. Wir sind irgendwie alleine. Wir haben sie abgehängt. Sollen wir nichts machen? Sollen wir mal warten? Ich glaube, es kommt da überhaupt noch wer. Ist da jemand? Sind wir vielleicht einen anderen Weg gegangen? Das gibt es da einen anderen Weg? Also der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist definitiv der schnellere. Aber ich höre auch keinen. Ja, egal, sonst gehen wir halt runter und... Dann schreien wir ganz laut Wanni. Wanni! Nee. Nee. Ja. Ja. Ein Versuch war es wert so. Nice try. Wohin genau? Wir schauen Europe auf den Berg herum. Es ist ein ziemlich eigenartiger Spot, wo sich das hier verirrt hat. Und war wahrscheinlich zu kalt. Jetzt ist so gedacht, mal ein bisschen aufwärmen hier auf den Berg hoch, im Laub. Nest bauen, alles cool. Ja, wieso auch nicht? Ja. Hallo. Cool. Ja, bin ich da, Freilie. Wann soll ich da sein? 12 und 1. 9. Touchscreen. Aber er hat den Ball weggehauen. Schau dir das an, Frechtag, schau. Der einfach den Ball weghaut. Ja. Ja, wann du sagst, bin ich da. Ich hab Zeit. So. Ja, passt. Da komme ich um 1 Uhr. Okay. Ich freue mich. So, da unten, oder? Ist der. Ah, da müssen wir hin. Warte mal, da sind 2 Relaxo-Rates, oder? Wirklich? Ja, soweit ich das sehe schon. Oder? Oder bilde ich mir das jetzt gerade nur? Nein, das ist. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich könnte einfach draufklicken. Wie wär's damit? Slimeock, aber. Achso, nee, nee, sorry. Ah, das ist ein so Relaxo eben, das andere Relaxo ist in der Arena. Ah ja, das ist es. Sind die jetzt gegangen? Warte mal, wir sind da falsch. Wir sind doch, oder? Achso, wir müssen. So. Okay. Ich wollte bei der Pferdeschwimme raus. Was ist ein bisschen weiter von denen?
Ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Okidoki. So, ich werde jetzt mal umschalten. Aha, Okay. Ja, ich weiß nicht, was mein GoPlus tut, aber das ist sehr hart verzögert. Das macht nicht wirklich viel Sinn, Leute. Ich werde es mal eben disconnecten wieder, weil das bringt einfach nichts. Gut, ich habe einen Dummesel gefangen, Leute. Leute, ich wollte es nur erwähnen, ein Dummesel, ja. Ein Dummesel? Ja, einen ziemlichen. Und wohin genau? Ja, heftig, hä? Was ist da los? Wohin genau? Das hat sogar Lippenstift oben. Heftig. Oder ein männliches, was das weibliches kann. Ein schwules, wohin genau? Einfach haben sie sich gern verkleidet. Habe ich mir gegönnt. So. Ja, dann auf zum Relaxo. Ich glaube, wenn wir wirklich... Na okay, ob wir es zu dritt schaffen, weiß ich nicht. Aber es könnte sich theoretisch... Nein, nicht. Ich habe hier ein Machomai gebucht. Ich habe jetzt auch... Ich glaube, ein Machomai habe ich am Start, ein 100er. Vier. Ja. Aber meins hat leider keinen Karateschlag. Nein, 2,8. 2,8 hat schon. Ich mach mal wieder das GoPlus rein. Machen wir mal wieder die Cam an. Wunderschön. So, wir gehen jetzt genau den gleichen Weg, wo wir raufgegangen sind, wieder runter, Leute. Zu einem Relaxo. Ein fettes, dickes Relaxo. Das ist doch mal was Schönes. Und da im Hintergrund kann man ein bisschen die Aussicht von Salzburg sehen. Nur ganz leicht, ja. Aber ist trotzdem okay. Oha. Wunderbar. Ich hab das schon ewig. Welches? Ein 100er Gänger. Ein 100er Gänger? Oldschool oder? Oldschool. Oldschool. Huiuiuiui. Boah, wow. Da ist ja wer richtig heftig am Set. Schon fällt mir leider. Ja, ich habe beim Oldschool Gänger habe ich eins mit 95er wie, das ist eigentlich okay so. Ich meine, das 100er wäre schon cool, aber. Was soll ich machen? Ich wollte beim Zapdos dafür unbedingt einen 100er, aber ich habe es nicht bekommen. Es sollte nicht so sein. Hm? Ja, kann man nicht viel machen. Ui, der Geld lässt nicht. Kopfbürde und Matschbombe. Wie heißt der bitte? Der kopflose Nick. Der kopflose Nick. Aus Harry Potter. Alles klar. Und er ist vom 21.03.2017. Okay. Also zählt nur zum Alten, oder nicht? Wir reden mit dem Alten, dass er dunkelblau ist. Dunkelklau muss er haben, dann ist er oldschool. Schauen wir mal. Ja, da habe ich einen Dunkelklau, einen. Mit Verteidigung, Max. Ja. Tiefschlag, Spuckball. Na cool. Ah, das ist eh da vorne. Easy go, da können wir ganz, ganz easy hinspazieren. Aber ich frage mich gerade, wo die anderen Leute sind, weil wir sind jetzt hier echt knallhart zu dritt unterwegs. Die haben uns einfach hängen lassen. Die mögen uns nicht mehr. Ja Leute, und da gehen wir jetzt schon wieder runter, hier die ganzen Stiegen, Richtung Arena. Also genau denselben Weg. So, schauen wir mal. Wunderbar. Oh Mann, ich habe das irgendwie vermisst beim Pokémon-Spielen, das einfach draußen sein und irgendwo herumgehen, wo das Spiel dir sagt, dass du hingehen musst. Oh ja. Und nicht da hingehen, wo du hingehen musst. Ja? Weil das wäre ja langweilig. Du musst schon da hingehen, wo das Spiel sagt. So die Challenge dahinter. Aber ich finde das irgendwie grundsätzlich schade, dass die ganzen Arenen und so zentral gelegen sind. Das wäre doch mal richtig cool, wenn so Ledges nur auf irgendwelchen Arenen auf dem Berg oben spawnen würden oder so, wo du einfach... Ja, Untersberg zum Beispiel. Ja, das wäre mal richtig was Cooles. Gipfelkreuz Untersberg. So, ich finde die Ledges an sich sind viel zu einfach zu bekommen, weil wenn du dir das so denkst, wenn du wirklich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hart herumfährst und wirklich es drauf anlegst, dann kannst du am Tag locker easy so 30 bis 14 Ledges fangen und das geht ist schon... nur, wenn du mit einer guten Gruppe unterwegs ja. bist und Zapdos farmst. Aber trotzdem, es ist wirklich so, wenn du da richtig reinsteigerst, dann ist es einfach, es hat nicht mehr viel mit Ledge zu tun, das ist so, jeder Depp hat es einfach und kann es unendlich oft haben. Aber egal, das hat Niantic so beschlossen. Ich schalte trotzdem mal wieder auf die Cam um. Können wir vielleicht einstellen oder ist das Ich weiß nicht. Die ist voll. Die ist voll. Kann man nicht mehr viel machen. Leute, wir sind jetzt da unten wieder in der Altstadt beim Festspielhaus. Und jetzt gehen wir da mal Richtung
Residenzplatz oder so, was weiß ich. Das kann sein. Ich würde mal sagen, da gehen wir einfach da lang. Und ich werde hier vielleicht einen Stop drin, oder? Ja, die spielen hier Pokémon Elevator. Pokémon Elevator? Das ist auch cool. Kennst du das Spiel? Ja, ja, aber wir sind auch schon öfters mit dem Aufzug raufgefahren, so ist es nicht? Ja, aber das haben wir aber vorher schon stundenlang herumgekommen. Ja, das stimmt. Verdient gehabt. Ja, ich hatte damals die ersten 3 Monate, wo Pokémon Go rausgekommen ist, viele, viele Blasen auf den Schuhen, in den Füßen, auf den Füßen, im Gesicht, überall hatte ich Blasen einfach. Ich war, mein ganzer Körper war eine ganze Blase einfach. Ja, das stimmt. War einfach eine Blase. Blasen. So. Ja, was soll ich machen? Man muss die Wahrheit einfach ans Licht bringen. Weniger über das Blasen reden und mehr über das Genießen. Genau, wir genießen. Das Blasen. Die Blasen. Wie auch immer, egal. Hey, ich bin ein Sonnenstein ausgekriegt. Du hast einen Sonnenstein bekommen, ja, Gratulation. Das heißt, du kannst dir jetzt einen Blubella machen. Das ist doch mal cool. Ich habe einen Monat, dass ich irgendeinen Stein ausgekriegt. Cool. Fab, wie schaut es eigentlich mit deinen Go Plus aus? Funktioniert das? Fantastisch. Ich Fantastisch. Ja, das ist schon irgendwie traurig, dass von es jetzt... Von Anfang an habe ich gesagt, ich bleibe beim Android. Ich weiß nicht, nein. Mir ist es das trotzdem nicht wert. Ich weiß nicht, ich mag das iPhone einfach. Ja, aber ich zahle nicht so viel für ein Handy. Wieso? Das iPhone SE kostet ja nicht viel. Ich zahle am liebsten maximal 100 Euro für ein Handy. Ach so, ja, maximal. Ich weiß nicht, was das SE im Moment kostet. Oder kann man das überhaupt noch kaufen? Zum Beispiel hat jetzt 0 Euro gekostet und der Vertrag ist jetzt im Monat 25. Ich finde es wichtig, wenn du streamen willst oder so, dann brauchst du halt einen ordentlichen Internetvertrag. So. Das musst du dir einfach holen. Aber wenn du jetzt nur so ab und zu Pokémon spielst, dann brauchst du eigentlich nicht mal wirklich viel Internet, weil Pokémon Go braucht echt nicht viel Internet. Du kommst, glaube ich, wenn du wirklich jeden Tag, sagen wir mal, über 10 Stunden oder so spielst, dann weiß ich nicht, brauchst du vielleicht im Monat 1 Gigabyte oder so. Maximal. Maximal, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile mehr geworden ist, ob die App jetzt mehr braucht, aber so grundsätzlich, das ist eigentlich sehr ressourcenschonend so. Aber interessant ist, beim iPhone 8, habe ich gehört, dass es relativ heiß laufen soll bei Pokémon Go. Also mir hat zwar der Daniel erzählt, dass eben am iPhone 8 irgendwer von seinen Kollegen das schon ausprobiert hat, Pokémon Go zu spielen, und dass eben das Handy nach ein paar Minuten abgestürzt ist und einfach so eine Meldung gekommen ist, dass das Gerät zu heiß ist, und das Telefon hat wirklich geglüht anscheinend so. Also das finde ich irgendwie schwach, weil es darf eigentlich nicht sein. Wenn die ältere Generation vom iPhone mehr Wumms in Pokémon Go hat wie ein iPhone 8, so, das ist irgendwie traurig. Ja, vielleicht einfach eine beschissene Kühlung. Nein, das glaube ich nicht, weil wenn schon so viel Leistung drinnen ist, dann dürfte es ja gar nicht wirklich heiß werden eigentlich, aber egal. Ich habe jedes iPhone SE und bin echt zufrieden eigentlich. Je mehr Leistung, desto heißer wird das Gerät. So. Das passt. Vani ist in 2 Minuten da schon. Alles klar, sehr gut. Cool. Warum muss bis dann runtergekommen sein? Oder vielleicht cool. Sind Stäblin bei der Bude und haben sie dort was zu essen können. Gute Idee. Ja, dann drehen wir mal den Stopp hier. So, da. Okay. Ja, das ist cool. So. Ja, ich müsste mal ein paar mehr Kampfpokés pushen. So. Also, an dem mangelt es bei mir noch ein bisschen. Ich glaube, das einzige gute Kampfpoké, was ich im Moment am Start habe, ist eigentlich das Machomai. Aber das, ich weiß nicht, das Problem ist halt die zweite Attacke, das es hat. Das ist halt ein Oldschool-Move. Also, ich glaube, Kreuzhieb oder so. Und der erste Move ist halt Konter. Das ist halt ein neuer Move. So. Ich würde irgendwie Karate-Schlag-Kreuzhieb bevorzugen, aber so Konter-Nahkampf wäre eigentlich auch keine schlechte Sache. Jetzt kommt mir auch schon die Mafos. Ja. Also Topsi, coole Sache. Holen wir uns das mal. Ja. Aber heute haben wir eigentlich echt gut Sternenstaub geholt. So. Das passt gut. Wie links sind wir jetzt eigentlich schon unterwegs? So 1,5 Stunden? Seit 3 gefühlt. Das passt gut. Ja. Cool, Habitag. Nee, ich bin unterwegs, ich glaube seit irgendwas gegen 3 Nachmittag oder so. Aber ich bin noch nicht so lange auf Stream, ich glaube, bin 1,5 Stunden jetzt auf Livestream. Also ist. So, jetzt schauen wir, ja, die anderen sollten eh auch gleich da sein, dann passt das eh. Dann lege ich mal kurz das Handy hin. Passt gut. Okay. Ja, Leute, ich mache mal kurz den Cam-Modus an. Hier beim
glaube ich, Florianebrunnen irgendwo in der Innenstadt von Salzburg, sitzen hier gerade und warten einfach, bis mal ein paar Leute kommen. Ja, Thomas Helle ist hier, ist ein Kaffeehaus. Und warten mal, dass ein paar Leute kommen zum Raid. Ist doch mal cool. Okay. Hm. Hast du perfekt. Sehr cool. Naja. Schauen wir mal. Ah ja, da kommen sie eh schon. Ich frage mich gerade, da kommen sie alle. Sehr schön. Und ich glaube, da hinten, beim Steg oder so, okay, die Arena, die sieht man jetzt nicht. Aber da spawnt, glaube ich, auch gleich ein Suikun da hinten. Okay. Daniel hat einen Drachen gefangen. Alles klar. So Leute, seid ihr bereit? Sind wir alle bereit? Ja. Warte mal. Sehr schön. So, da sind wir auch schon wieder voll. Dani, du sagst, wenn wir reingehen. Ja, ich bin noch nicht bereit. Alles klar. Ich muss mich jetzt seelisch darauf vorbereiten, okay? Bitte. Nein, alles klar, okay. Die Wanne fängt wieder an, weil ihr Handy spinnt. Also, ja, die Wanne fängt an. Genau, die Wanne fängt an. Was ist mit deinem HTC eigentlich? Oh! So, zu viele Arena-Kämpfe. Oh Mann. Ja, da ist schon wer rein. Dann gehen wir rein. Wir gehen alle rein. Der böse Fabian. Und du hast doch sowas. Nur noch eindeutig gesagt, dass die Wanne sagt, war meine. Jungs, beruhigt euch. Ihr müsst deswegen nicht zum Prügeln anfangen. Alles ist cool. Ach so, warte mal. Das ist ja ein Relaxo. Ja, heftig, ne? Mir her dazu, ey. Was? Was nehmen wir denn da mit? Viel Damage vielleicht. Das wäre vielleicht kein Fehler. Ja, wir haben gar Kampf. Kampf? Mhm. Ja, nehmen wir mal den noch mit. Lura kann man auch dabei. Ja, den können wir mitnehmen. Den Rasierer. Das ist immer. Ja, du natürlich mit den ganzen Machos. Ja. Also ich weiß jetzt schon, welches Team am meisten Schaden machen wird. Busfahrer, coole Hose. Ja, pink. Pink ist immer gut. Ich mag meine Hose mehr. Heute gibt es ja diese lustige Mimigma-Mütze am Abend, da freue ich mich schon drauf. Die was? Die Mimigma-Mütze? Ja. Nice. Richtig geil. Die ist doch aus der... Also ist doch aus Son... Also siebte Gen. Kampftechnisch... Bist du echt krank? Ja, er ist heftiger Mann. Achso, du meinst von den Arena-Kämpfen, ja? Ja, du bist echt krank. Also naja. 19.602. Ja, aber das ist. 19.000. Ja, aber das musst du bis März 2017 rechnen, weil ich habe seitdem keine Arena-Kämpfe mehr gemacht. Warum machst du so keine Arena-Kämpfe? Weil das neue Arena-System irgendwie nichts bringt. So. 19.000. Ja. 19.000. Das ist auch stark, gell? Ja, stark, ich hab eigentlich die Hälfte der XP von Level 40 mit Arena-Kämpfe gemacht. Das ist Wahnsinn, echt? Ja. Ja, es hat Spaß gemacht. War das alte Arena-System besser? Ich finde schon. Was? Es hat länger gedauert. Ich finde es definitiv jetzt besser. Es ist besser für die Schwachen. Richtig, aber die Leute, die sich halt wirklich messen wollen, die haben halt einen Nachteil dadurch. Ja. Jetzt gibt es halt keine Arena mehr, wo Relaxo Labras und so weiter. Ja, das ist schon gut. Das ist gut. Die Hytera-Arenen, die waren ein ziemlich massives Problem. Die waren noch mehr zu kotzen. Du hast sie einfach nicht mehr besiegen können. Es hat viel Ressourcen gekostet, Tränke und so. Ja, du hast 10 Jahre für eine Arena. Ja, das stimmt. Ja, aber die meisten wurden hochgebottet so. Deswegen. Wie hochgebottet? Ja, beim alten Arena-System waren halt relativ viele Bots unterwegs immer. Die, okay. Ja, ja. Die ganze Stadt zugebottet. Da hat das Spielen auch nicht mehr wirklich Sinn gemacht. So. Was hat es dir gebracht, wenn jemand deine Arena hat? Eigentlich nicht wirklich viel. Ja, du hast halt fix deine Coins holen können. So. Es war irgendwie schon geiler mit 100 Coins pro Tag. So. Ich habe es besser gefunden. So, aber das alte Arena-System war auch deutlich anstrengender wie das neue. Ja, auf jeden Fall. Also du hast halt jetzt... Also wenn ich in der Früh meine drei Arena... Zeitersparnis jetzt hoch 3. Immer die Coins. So, also... Das
Aber dafür brauchst du aber auch 10 Arenen, das ist es. Dafür brauchst du 10 Arenen und dafür brauchst du ein starkes Team und dafür ist Team Rot halt nicht geeignet. Ja, da ist es mit Team Gelb noch schwerer. Ja, Team Gelb hat wenigstens starke Spieler, wenn es Spieler hat. Aber ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ja, Team Rot, Brandon ist auch Team Rot. So. Und der ist ziemlich heftige Nummer, das ist ja, der beste Spieler auf der Welt. Ich muss sagen, der stärkste Gelbe hat jetzt 190 Millionen. 13 Bälle. Wer ist? Ah, das ist schlecht, glaube ich. Ich habe 13 Bälle, what the heck. Was ist 100% die Frau? 1000. Lol, ich sollte mal ordentlich werfen hier, damit da wenigstens drinnen bleibt. 90-17. Dani, wirfst du für mich? Ich mach den AR-Modus jetzt aus. So. Sonst probiere ich einmal. Ich hab nicht einfach Fahrrad getroffen, das war so knapp. Hast du kurz leicht oder wie? Nein, es hat 18,61. Schauen wir mal. Aber ich mag Relaxus, dann habe ich noch mehr Bonbons. Ich weiß nicht, ich sammle von denen auch immer die Bonbons, die sind ganz lustig. Wie viele hast du? Ich glaube knappe 200 oder so. Anfänger. 500. Wer? Aber ich habe nie irgendwie Sonderbonbons investiert oder so. Das ist einfach nur so gefangen. Ja, bei mir auch. Ich habe 400. Heftig. So, 6 Bälle lassen. Schauen wir mal. Der mag mich nicht. Ich sollte vielleicht mal fabelhaft werfen. Das freut mich nicht. Komm, hüpf. Ja. Gut, ich habe jetzt gut geschossen. Das hat er nicht so gut gefunden. Noch einmal. Komm schon. Oh Mann, mein Touch. Er mag mich nicht. Aber es ist nicht immer. Es ist, ich muss einfach aufpassen, wo ich bei der Folie hingreife. Dann passt das schon. Komm schon. Ah, ist er schon drinnen. Wunderschön. Ja. Mit drinnen auch. Aber der ist nicht gut. Wurscht. Lassen wir den mal. Ja, 4 waren besser. Hier auch 4. Ja, und das Suicune sollte jetzt eigentlich auch gleich spawnen, oder? Das was? Ja, in 20 Suicune. Minuten geht's auch. Ah, in 20 Minuten erst. Sollen wir... Sollen wir sonst eine Getreidegasse-Farmrunde einlegen? Da ist nicht mehr so viel. Nimmer? Nein. Okay. Also nimmer so viel, wie du es in Erinnerung hast. Oh je. Nein, bin ich bald, gell? Ja, keine Ahnung. Die Raids sind halt nicht schlecht. Es ist okay. Ich schau mal auf die Go-Map kurz. Vielleicht ist irgendwo in der Nähe noch irgendwo was Brauchbares. Okay. Schauen wir mal, ah, alles klar. Ja, okay, da ist im Moment gar nichts Aufregendes so. Jetzt tun wir das Go Plus wieder verbinden. Und habt das alle gefangen? Sehr schön. Ja, natürlich. Ja, Relaxo ist relativ chillig zum Fangen. So. Teilweise keine WhatsApp-Benachrichtigungen mehr. Wunderbar. Okay, also ich wäre bereit. Also du musst noch. Machen wir hier den Cam-Modus, da ist der Daniel am Fangen. Aber nicht und zack, ist schon drin. Und ist er schon drin. Heftig. So, das nächste. Selber gefangen. Ja, alle haben es selber gefangen. Okay, wunderschön. Ah, okay, ja, passt. Ja, ja, also bei eigener wer zum Fangen? Nein. Wenn Sie müssen wir gehen oder so, oder? Gehen wir weiter, oder? Ich brauche ein bisschen Staub. Warte mal, wie viel habe ich denn? Kann man den schon pushen? Nein, nicht. Hast du deinen Kanker auch schon outmaxed? Dein 100er? Das erste, ja, das habe ich, ja. Ah, cool. Aus München. München, ne? Und jetzt im Park habe ich noch ein zweites gefangen. Jetzt habe ich 200er Kangama. Ja, ja. Geht man doch, die gibt es bei uns nicht. Ja, die gibt's nur für das Event, für die Safari-Zone. Aha. Mhm.
und Inkognito. Inkognitos habe ich auch ein paar, aber... Safri hat es gegeben und dann, wo wir in München waren, hat es Europe gegeben. Gibt es eigentlich irgendwen, der den Inkognito-Dex schon voll hat mit Goldmedaille? Gebackte. Aber nicht auf legalem Weg wahrscheinlich. Nein. Den was? Den Inkognito-Pokédex. Warte, muss man warten, bis der da alles nachgeladen hat. Nein, ich bin jetzt bei 8. Schau, wenn ich... Wie kann ich da draufklicken? Okay, da sehe ich. Ich habe noch gar keine Inkognito. Okay, da sehe ich da die Buchstaben. Ja, ein paar habe ich aber. Ich habe zwei verschiedene. Ja. Ich bin bei 8, glaube ich jetzt. Okay. Ja, Inkognito kann man sich schon gönnen. Ich habe noch gar kein Inkognito. Was sonst denn? Ich will einen Tee haben. Da kommt auch auf. Ein Tee? Ja. Welche Nummer hat es? Glaube mal. 201. Jetzt muss ich auch im Pokédex schauen. Okay, du hast aber mehr wie ich, du hast ein I. Das I habe ich nicht. Das ist war von Prag, da hat es ja Safri gegeben. Okay. Ich frage mich immer noch, Porenta hat glaube ich auch von uns keiner. Porenta? Ja, Porenta hätte ich gern, der war ganz cool. Das S habe ich leider nicht erwischt. Den hätte ich gern. Der wär's. Der ist mega. Der wär Skaraborn. Der wär's. Der ist richtig. Der ist richtig stark. Was mein geilster Fehler war. Machen wir mal Cam. Zeig ich dir. So, der Mr. 100 ist da hier gerade. Auf irgendwo. Ja. Ich muss auf die Inkognitos gehen, das ist so schwer zu finden. Kann man über die Häuser. Und zwar hat es ja den nicht gegeben im Event. Also hast du ihn am Anfang oder in der und dann kam das da auf einmal. Alles was klar. Ist das? Ein D. Ein D. Das war halt ziemlich praktisch. Aber du hast ein I auch. Ein I habe ich auch. Wie viele Bonbons hast du von denen bitte? I habe ich 100. Du hast 671 Inkognito-Bonbons. Ja, das liegt voll mega Oberhaus. Alter. Genug Internet für heute. Alter Verwalter. Nein. Das war die Safari. Ich bin umgeben von Freaks. Du hast uns zu denen angezüchtet. Ja, ich weiß. Du bist derjenige, ja, okay. Oh. Du hast ein 100 IV Borigon, Alter. Hast du das? Ja, ich auch, ja. Das Einzige, was ich nehme, ist einfach wahnsinnig, Leute. Das Mythic ist mir abgehauen. Aber es ist schon mein zweites. Genau. Wie kennst du den eigentlich? 06. Raichu. Oh, ein Shiny Raichu. Oh Mann. Aber kein 100er, oder? Nein, leider nicht. Egal, Shiny Raichu. Du hast das. Ich habe noch kein Shiny Pikachu oder so. Und ein Shiny Pichu habe ich auch schon. Ja, ich weiß nicht, das mit dem. Ah, der ist cool. Cool, Shiny Pichu. Aber das ist es nicht so gut, gell? Das schaut eigentlich genauso aus wie der andere. Ich weiß nicht, in der Zeit, wo das Shiny Pikachu war, da habe ich nicht gespielt. Super. Das gibt es immer noch. Das gibt es immer. Das gibt es immer noch, oder wie? Ja. Ist das wie Kappa da? Ich vor jetzt beim Event Shiny Pikachu mit Hut 100%. Okay, ja, passt. Nee. Ja, schon. Shiny Pikachu, Shiny Raichu. Gehört schon, aber. Ciao, ciao. Ja, sollen wir eine Farmrunde einlegen? Wäre ich dafür. Lauter 5er Frage. Geil. Wait a moment. Dann schauen wir noch bei der Trafik vorbei. Ja, das können wir machen. Ja, stimmt, dann können wir von Ihnen Lotto spielen. Du auch. Gut. Ja, passt. Vielleicht habe ich mal Glück. Einmal im Monat oder Glück? Eigentlich nie. Aber jetzt ist er drinnen. Schön. Ich spiele zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn ich es einmal im Monat schaffe noch. So, irgendwo eine Pokémon, Leute. So. Lotto. Keine Ahnung, was ist mein bestes Pokémon? Ich habe mehrere Pokés, die ich ganz gut befinde. So, da hätten wir einmal mein 100 IV Relaxo, ein 100 IV Dragoran, ein 98er Despo. Ein 98er Zapdos, ja wunderschön, der wäre aber cool, wenn er 100er hätte. Der ist oldschool, hat leider nur 95 IV, der hat auch 100 IV, der hat auch 100 IV, der auch, ja. Und da geht es halt ewig so weiter mit den 100ern. Ja, mal schauen, ich weiß nicht, ob ich heute am Abend zu spät noch streamen werde, aber morgen werde ich definitiv mal ein bisschen streamen. So. Also muss. Und du da, wo? Gleich mit dem Kramurks. Und gleich im gleichen Ort wie das Kramurks. Hab schon gesehen. So. Ich catch mir da mal das ganze Zeug an. Ich würde noch so ein 100er Sichler feiern. So. Ein 100er Xerox, das brauche ich eigentlich schon noch. Mega, ja. Xerox feiert dich echt ziemlich. Und da ist ein Unduster. Rau. Fehler. Ein Fehler ist da. Ist gar nichts. Wir wurden getrollt. So schaut das aus. Fett verarscht. Oh Mann, gleich Beschwerdebrief einreichen. So Leute, und wir gehen da gerade durch die Getreidegasse durch. Ja. Wir sind in Salzburg unterwegs mit einer kleinen Truppe an netten Leuten, die alle Pokémon spielen. Cool, ne? Ah ja, ich freue mich ziemlich auf die Gen 3 Geister, weil
Da ist nämlich eines meiner Lieblingspokés dabei, das sogenannte Banett. Das ist relativ cool. Ich finde, das schaut eigentlich ganz nice aus soweit und das werde ich mir definitiv als erstes holen und mal gleich versuchen zum Max pushen. Vorausgesetzt die IVs passen, ja. Aber ich schätze mal, bei dem Event, da werden echt viele Geisterpokés kommen. Also schätze ich mal, dass da locker eins mit 98 oder 100 IV dabei sein wird. Also hoffe ich jetzt mal. Da können wir da mal kurz vielleicht innehalten, ein bisschen durchfarmen. Warte mal, wir müssen das alles aufcatchen. Was haltet ihr dann von Rialto? Einhocken und gemütlich einen Kaffee trinken und Lokmodul-Runde einschmeißen? Lokmodul? Ja, so eine halbe Stunde oder so. Vorbereitung aufs Event? Ja? Ja, erstmal Suikun. Ja, klar. Ja, holen wir uns noch einen Suikun. Ja, nein, nicht? Erst in einer Dreiviertelstunde oder so. Ja, Hundemann ist auch cool, aber das, da habe ich, ich glaube, ich habe ein 96-prozentiges Hunduster am Start momentan. Aber ich bin mir irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich hochpushen möchte, weil ich habe nämlich eigentlich, was die Feuerpokés betrifft, relativ viel am Start schon und eigentlich brauche ich das nicht wirklich, aber es ist schon ziemlich cool. Also so von der Typenkombination finde ich Hundust eigentlich schon nice, weil du hast halt mit Unlicht Feuer eigentlich Charlie, magst einen ziemlich coolen Typen so. Ein Quicktipp für die Euro-Millionen ohne Joker bitte. Alles klar. Aber nein, ich habe keine Klarheit. Passt schon. Ja. So, wir müssen jetzt hier mal kurz warten, weil ein paar von unseren Leuten zur Trafik müssen. So ist das, leider. Also schauen wir mal durch. So, Daniel, wir schauen jetzt da mal durch, was brauchst du da zum Tauschen? Habe ich irgendwas, was du brauchen kannst? Schau, ich hätte da noch einen Zebra King mit 100. Habe ich drei. Hast du drei, scheiße. Brauchst du... Ja, tauschen geht zwar noch nicht, aber wir schauen einfach mal. Irgendwo habe ich sicher noch einen Schatz versteckt. Ich hätte ein 93-prozentiges Ditto, aber ich glaube, das bringt dir nicht viel, weil du hast ein 100-prozentiges, oder? Nein. Du hast kein 100 IV Ditto. Also 93 gab es schon, wäre schon nicht schlecht. 89 ist mein stärkstes. Ja, da hätte ich ein Crappy Garados mit Kack-IVs. Habe ich ein besseres. Und, aber der Marcel Davis, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. War das wirklich der Marcel Davis? Das war der Marcel Davis. Das war wirklich der Marcel Davis. Du weißt, dass der Internet bekannt ist. Wenn du den im Internet eingibst, das echt, ist, der ist auf Seite 1 von den Telekom-Verkäufern. Na, also echt, wenn das wirklich der echte Marcel Davis war, dann sind wir sehr geehrt. Ja, der war ja unser Stammzuseher. Also wenn das wirklich so ist, also das wäre schon cool. Marcel Davis von 1 und 1. Ja, genau. Ja, das kann schon sein. Aber wenn du jetzt im Internet, ja, das gehört zwar jetzt da nicht dazu, aber ich gebe das jetzt trotzdem mal ein. Marcel Davis. Ja, wenn du das da eingibst, da kommen die Bilder von dem und du weißt, schau. Ja, das ist der. Ja, genau. Es kommt genau das, wenn du das bei Bilder suchst. Ich habe das letztens zum Spaß so eingegeben und dachte mir so, what the fuck? So, keine Ahnung. Richtig heftig. Aber ich bin gewundert, glaubst du nicht, dass sich da irgendwer einfach einen Spaß erlaubt hat oder so? Wobei, der wollte uns Verträge verkaufen. Ja, er wollte das ist schon cool irgendwie. Na, also ich meine, im Großen und Ganzen, wenn er das wirklich so macht, dann wundert es mich nicht, dass er einer der besten Verkäufer ist. Ja. Wenn er sagt, okay, er klappert einfach alle Livestreams ab und von verkauft den Gamer Verträge. Und verkauft das ist so Verträge. Cool einfach. Ja, überleg mal, wer braucht bitte einen guten Internetvertrag? Alle Gamer, Internet, die livestreamen wollen. Ja, genau. Alle. Ja? Und das Coole ist, er wollte mir einen Vertrag andrehen, obwohl er genau gewusst hat, dass mein Vertrag billiger ist und besser ist. Ja. Und er wollte mir einen deutschen Vertrag andrehen, obwohl er genau wusste, dass ich in Österreich bin. Das ist so lustig. Egal. Ja. Oh Mann. Egal. So. Aber da staut es ziemlich. Ich mache jetzt mal die Kamera, damit ihr hier seht, wo wir stehen. Das nennt sich Trafik. Ah, da kannst du winken. Ja, haben wir schon in der Camp. Wir warten jetzt hier noch kurz. Dann geht es auch gleich weiter. Und ich glaube, das Suikun sollte auch jeden Moment mal Hallo sagen. Kann man das schon von da sehen? Nee. Weil da hat irgendwer einen Tratini reingestellt. Wo ist es denn? Tatsächlich, der hat einfach einen Wurm reingetan. Ja. Politisches Statement. Ja, politisches Statement. Ja, da drüben, da können wir eigentlich die rote Arena abreißen. So. Die ist doch schön zum Beseitigen. Und ich muss mir jetzt hier mal kurz meine Jacke anziehen, weil es ist relativ kalt schon. Kurzen Moment, Leute. Ich muss mal hier mein Handy irgendwo hin tun. Weil was?
Da ist eine rote Arena fahren. Ja, die müssen wir kaputt machen. Und der schneller ist, kann nicht reinstellen, oder? Das ist am gerechtesten. Ja. Geil, mal noch mehr Pokécoins, Alter. Was? Glaubst du? Also, verwendest du gewinnst, oder was? Verwendest du das für... Wenn du gewinnst, hast du mehr Pokécoins. Mal 500 Euro Pokécoins. Okay. So, jetzt habe ich die Jacke an, wunderschön. Und dann gehen wir weiter Richtung du Arena. Du hast die Jacke. Ja, eh. Geisterstream incoming. Ja. Schauen wir mal. X. X. Mit X. Mal schauen. Was schmeißen wir weg jetzt, Meister? Ich habe keinen Platz mehr im Beutel. Pokebälle. Achso. Pokeball. So, ah ja, jetzt geht er wieder. Mein GPS hat sich wieder eingefunden in der Getreidegasse. Das war nämlich früher, hatte ich hier in der Gasse relativ harte GPS-Schwankungen. Da ist er teilweise hin und her gesprungen, von A bis Z. Ja, kann man nichts machen. So. So. Papa da. Hm. Hast du das gesehen? Der Schilling macht einen 24-Stunden-Livestream. Ja, ja. Heftiger Typ, oder? Ja, ist krass, ja. Ja. Naja, jetzt geht ja das mit iOS relativ fix zum Livestreamen. So. Ich glaube, der hat seinen Laptop auch am Start. Hm, ja, das ist eh, wenn du einen Apple-PC hast, dann ist das Livestreamen natürlich nochmal so geil, weil du halt wirklich alles perfekt über den Laptop steuern kannst, dann tust du dir einfach in den Rucksack rein, hast eine Ladestation und die perfekte Streamingstation eingepackt. Das ist richtig nice, aber das ist halt eine Anschaffung von 2000 Euro oder mehr. Das musst du halt ausrechnen, ob sich das rentiert. Letztes Kappa da. Shiny Gefahr. Shiny Gefahr, wunderbar. Und jetzt sind wir, glaube ich, eh gleich mal bei der Arena, oder? Ja. Ja, easy. Voll. Mhm. Wahnsinn, jetzt flüchtet den Kaffee da. Eieieiei. Ganz bitte. Noch ein Kaffee da, schön. Großartig. So, gleich sind wir bei der Arena, oder? Ja, da sind wir eh schon. Müsste, glaube ich, da sein, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Willst du die machen? Oder? Ja, natürlich. Die ist rot. Hallihallo. Ein Voltoball. Den nehmen wir auch noch mit. Da bleiben wir da kurz stehen, oder? Und holen uns die Arena. Wir fighten jetzt die Arena noch, oder? Natürlich, die ist rot. Dann gehe ich dabei aufs Klo und im Mekko. Passt. Viel Spaß. Guck mal, Shiny Kappa. Shiny Kappa da? Wieso gehst du nicht beim Nazi? Nein, kein Shiny Kappa da. Du musst auskochen oder so. Nur beim Nazi ist dann gerade das. Okay, das heißt, ihr seid schon rein. Ja. Was ist das erste? Ein Hytera? Despo. Okay, alles klar. Dann warte ich mal kurz, bis ich reingehe. Ich kämpfe jetzt einfach mal mit ein paar Spaß-Pokis. Einfach so. So, ich warte mal. Okay, du bist eh beim ersten fertig. Wunderbar. Wenn es Essen jawohl genauso gut ist. Und tschüss. Dann gern. Und wenn es was anderes haben, wieso nicht? Was Neues? Ich finde es schon mal cool, dass es irgendwie so bunt ist und so. Das ist sicher, ja. Was ist irgendwie jetzt ist es dunkel gewesen, gell? Egal, ich weiche da gar nicht aus, weil jetzt das hat eh nur noch wenig WP, das passt schon so. Aber da kann man echt froh sein, dass das Lapras so fucking tanky ist. So. Das hat schon irgendwie Vorteile, finde ich. Ich steige jetzt auch mit ein bei der nächsten Runde. Jo. Es hält echt unendlich viel aus. Das stimmt, aber nicht. Ich hatte immer unfreundlich, aber der war ja echt. Egal. Wer kämpft denn mit mir? Weiß es nicht. Also, ich bin jetzt beim Hytera, ganz alleine. Okay, das Hytera ist down. Kaputt. Ah, jetzt gegen Rizzo raus. Dragoran, ja, easy. Da reicht, glaube ich, ein Eisstrahl. Und dann ist der Kollege schon down. Hallo, Dragoran. Hi. Tschüss.
Hat mich gefreut. Ja, wow. Ah, ein Garados. Ja, okay. Wieso nicht? Ich glaube, die Arena ist gleich dann. Nein, es dauert noch. Ja, wir sind nämlich zu dritt jetzt versetzt reingegangen. So. Also bei 93. Und tschüss. So. Und 0. Da hat er schon 0. Und sind wir als Letzte. Sehr gut. Wie viel hat das gehabt? Na, Quana ist auch noch drin. Alles klar. Und zwar, ich weiß nicht, keine Ahnung. Über 1600? Ja. Dann ist es auf jeden Fall gut. Ja, ich hab's wahrscheinlich aber gerade gesagt, das ist ein 93er. Sehr bewertet. Es kommt sicher gleich noch ein Rambus. Oh, und da ist ein Dragoran dazugekommen. Hallo. Hallo. Ja, geht's wenigstens schnell auf, okay. Ist okay. Boah, das ist fett. Schau, es dreht mir hier dein Arsch zu. Und tschüss. Das heißt, wir müssen noch einen Durchgang machen, oder sind wir fertig? Wir haben meine EP-Balken so klein. Come on. Ah, noch ist ein Quaner drin, ja. Ja, da gehen wir mit dem Pisa. Pisa, vor! Pisa, ja. Jetzt habe ich wieder gekriegt. Pokémon wurden besiegt. Das war's eh schon. Ja. Kampfgewinner vor. So ein Scheiß. Ja, ist bitte der Kampfgewinner. Ich bin auch drin. Ja, aber wir sind. Nein, ich will auch rein. Ich komm nicht rein. Ich mag in die Arena rein. Das ist gelb. Ich mag ein Relaxo rein. Na. Nein, Leute. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. So, was tue ich da rein? Ja, ich weiß nicht. Komm schon, auf Silber muss das jetzt ausgehen. Ja, tun wir den rein. Den brauche ich eh nicht. Ja, da, schau, das ist doch einmal kreative Arena. Ja? Da kann man arbeiten mit sowas. Ja, da hängt sich gleich die App voll lauter Freude auf. Okay. Also, ab zum Sui. Nein, 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 nein. Ja, warte, der Dani kommt gleich. Entschuldige. Der müsste aber jeden Moment aufspawnen. Ja, ich habe ein Inkognito-Pompon gekriegt. Weil du es Inkognito gefüttert hast? Sicher. Cool. Ich freue mich da so, weil ich einfach nur insgesamt 3 Inkognito. Ich mag füttern. Füttern, Hunger. Schau, die haben alle Hunger. Ihr Gesundheit. Gesundheit. Danke. Schau, ich fütter dein Relaxo jetzt so schlimm, dass es wieder Max für B ist. Okay, ich bin allergisch. Juhu. Boah, das hat Hunger. Wir haben alle Hunger. Ja, interessante Theorie. Weg mit den Bären. Und tschüss. Ja, super. Fehler. So, was kommt jetzt? Die Pokémon haben keinen Hunger mehr. Nein, nix. Come on. So, jetzt aber. Wäsch mit dem Bären. Stern, du. Okay. Ich glaube, der Dani müsste jeden Moment da sein. Ich glaube, sie ist so. Ah, der steht drinnen. Alles klar. Ein Pumelu. Ah, ah, Pumelu. Wir wollen doch noch nicht schlafen. Wir wollen noch nicht schlafen. Nein? Ja, ich weiß nicht. Ich habe bis 21 Uhr Zeit. Dann ist für mich heute also Sense. Ja. Das kannst du nicht bringen. Egal. Nee. Egal, sonst bin ich halt, ja. Mal schauen. 22.30 Uhr. 22.30 Uhr. Was? Wie immer. Und dann sind es um 12 Uhr oder? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und dann war die Antwort, mein Freund, bist du? Oh, ja, ich komme jetzt. Aber ich habe jetzt 500 Pokébälle, es ist Zeit zum Wegschmeißen. Jetzt ist Zeit. Auf geht er. Passt, gehen wir zum Suikun, oder? Sehr cool. Ja. Ich mir dachte, ich gebe einer nochmal eine Chance, wenn ich bereue. Wieso? Weil sie es nicht kennen. Wer? Das ist der einzige McDonald's, der die Smoothies nicht zubereiten kann. Wirklich? Er schaut mal an, er schaut wie Kacke aus. Und schmeckt auch so, oder? Meistens soll der grün sein. Ja. Ist der Geschmack das zu fünf? Ja, natürlich. Ist grün, cool, oder ist wirklich natürlich. Es schmeckt normal, es schmeckt normal. Ja, natürlich. Natürlich schaffen wir das zu fünft. Wir haben ja relativ
gute Spieler so am Start eigentlich. Das passt schon. Giovanni spielt nicht mit. Giovanni spielt nicht mit? Nein, hast du keinen Raid-Pass mehr? Nein. Ja, das ist ein Feuerriegel. Feuerriegel zum Essen und Mund verbrennen. Wow. Holen wir uns den, komm. Vielleicht hat er 100 IV. Das wäre doch jetzt cool. Ein cooles Feuerriegel. Ich bewerte den jetzt mal. Ich bewerte den Kollegen jetzt. Was ist, wenn er 100 hat? Kann sich im Kampf noch verbessern. Okay, ich gebe es eh schon auf, okay? Komm mal auf. Ja, das ist doof. Jetzt haben wir einen wichtigen Spieler weniger. Kann man nicht viel machen. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, okay, das ist ein Angebot. Das werde ich annehmen. Ja. Ja, es sollte eigentlich easy gehen, wenn die Charlie auch mitspielt, dann geht das schon. Das passt gut. Ja. Cool. So, ich würde mich aber trotzdem mal freuen, wenn Niantic oder die von iOS das mal beheben könnten, den blöden Bug mit dem Go Plus, das wäre echt nice. Bevor ich was beendet habe. Egal. Wir schauen einfach mal. Und da hinten sollten wir eh schon die Arena sehen, Leute. Das, glaube ich, ist die Arena da. Nein. Ich weiß ja. Ah, warte mal. Hey Daniel, es ist hinten beim Mirabellplatz ist auch ein Suicune aufgegangen. Hey Leute, hinten beim Mirabellplatz ist auch ein Suicune aufgegangen. Machen wir doch gleich beide. Warum machen wir da nicht gleich beide, würde ich auch sagen, oder? Wir machen beide, ja, das ist doch schön. Cool! Ja. Ich mache jetzt mal wieder die Kämmern, Leute, ja, damit ihr wieder den tollen Ausblick sehen könnt. Da ist ein Zebrastreifen, und da unten ist auch was. Und da gehen wir auch mal entlang. Boah, also meine Wegbeschreibungen, die sind sensationell. Da unten ist auch was und da ist auch was. Super, also da kennt sich wirklich jeder aus, wo wir gerade sind. Schön. Aber wo siehst du bei Mirabella so cool? Ja, hinterbei. Siehst du das nicht? Hinterbei. Das da? Ja, genau. Das ist das Wogmog. Was? Warte mal, sag mal, bin ich komplett irre? Jetzt warte mal. LOL! Okay, ich sag schon gar nichts mehr. Ich glaube, ich brauche eine Brille und einen Optiker. Oh je. Das ist schade. Aber da hinten bei der, ah, da ist es. Okay, hoppala, ich habe mich da irgendwie verschaut vorher. Die Arena ist wieder gelb. Ja, das ist schön. Richtig schön. Und da sind viele, 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 viele Pokestops. Und ich muss mal wieder ein bisschen meinen Sound aufdrehen. Bei Pokémon Go ohne Sound ist wirklich ein wahres Verbrechen. Okay. Cool. So. Heute kommt ja der Laviathan-Sound, oder? Laviathan-Sound? Ja. Okay. Ja, ein bisschen verändert, oder? Ja. Ein Remix. Dann machen wir wieder den Cam-Modus an. Coole Sache. So, und das ist... Das sperrt irgendwie zu, das schaut sehr verlassen aus. Es hat zu. Es ist zu. Renoviert. Oh je, kann man ja nichts machen. So. Anderes Café. Wow. Ah, mit neuen Patchen. Gott sei Dank neuen Patchen. Auch mit dem Kombo auf dem. Mal schauen. Aber. Schaut auch voll cool aus. Das ist eigentlich cool aus. Der Karel im Kübelkuss ist da. Okay, da ist im Moment echt nicht viel los. Okay. So Leute, und da gehen wir jetzt mal Richtung Suicune. Und wir werden jetzt mal da so Richtung Salzach entlang gehen, neben dem Fluss einfach. Und dann ist da vorne direkt bei den zwei Arenen eine Brücke. Ah, und ich sehe gerade, da wäre ein Dragoran gespawnt. Ich weiß nicht, ob wir den Kollegen noch mitnehmen. Das könnt ihr euch aussuchen. Leute, holen wir uns einen Dragoran. Einfach so. Ah, das ist da hinten beim Müllnerbräu bei der Kirche oben. Da müssen wir ein bisschen den Berg aufgehen. Wir können aber zuerst das Suicune machen und dann das Dragoran noch mitnehmen. Oder umgekehrt. Wie lange ist der Kollege noch da?
So, warte mal, jetzt müssen wir mal den Marcel Davies hier wieder wegtun. Ciao. So. Ah, da ist er. Wo ist denn der? Naja, der wäre relativ fix zum Holen. So, also keine Ahnung. Aber wie lange ist denn der noch da? 22 Minuten. Also wenn es euch freut. Da oben bei der Kirche hinterm Müllnerbräu. Ja, ich müsste noch vor dem Rating machen. So, da ist jetzt 22 Minuten noch da. Jetzt ist die Frage, wer von euch einen Dragoran noch braucht. So. Ein 100er schon. Ein 100er schon, ja. Ja, aber ein 100er ist mir eigentlich auch egal. Ja, wir können uns das schon mitnehmen, weil wir haben eh nichts zu tun, oder? Wir sind hier hobbylos. Wie lange ist der Raid noch? Der Raid ist fast eine Stunde noch, also das können wir uns locker easy mitnehmen. Ja, dann hören wir uns zuerst die Tagung an, machen dann ja, den passt. Raiden, dann hätte ich auch Raid. Gesagt, hätte ich auch gesagt. So Leute, man sieht hier, wir gehen jetzt da neben der Salzach entlang. Ganz gemütlich, ist ein relativ cooler Weg. Da spawnt jetzt nicht so viel. Eher mehr Wasserpokis, weil es halt neben dem Wasser ist, aber ja, keine Ahnung. Ich habe da auf der Strecke auch schon ein paar Mal einen Lapras gefangen. Boah. Und ein Goldini. Ein Goldini. Goldini, Goldini. Wunderbar. Ich habe 73 verschiedene Sorten und 137 Hunde gefangen. Heftig, heftig. Okay, okay. 137. So, wie machen wir den Cam-Modus, wenn? 137. Hallo, wer auch immer gerade eingeschaltet hat. Ich habe leider deinen Namen nur so kurz gesehen. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, da Chris und ich haben ja so hart gefahren. Wir sind gerade in Salzburg unterwegs. Für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Und gehen jetzt gerade neben der Salzach entlang. Richtung einem Suicune Raid. Wir müssen da jetzt da vorne, ich versuche mal zum Zoomen, über diese Brücke da drüber gehen und dann da hier ist dann auch schon die Arena, da müssen wir hin. Ja, da gehen wir jetzt einfach mal entlang und schalten wir wieder zurück auf den Bildschirm. Vielleicht spawnt ja irgendwas, was man mitnehmen kann oder auch nicht. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich könnte schon wieder genug Sternenstamm haben, dass ich irgendwas hochpushen kann. Wo ist es? Da ist es. Ah ja, wunderbar. Einmal Push für Kangama. Ah, da freut er sich, der Kollege. Ja, schön. Bestes. Komm, Pokestop, lass dich drehen. Cooler Pokestop. Schlechter Pokestop. Schau, der lässt sich nicht drehen, Daniel. Siehst du das? Ja. Bösartiger Pokestop. Der hat sich immer drehen lassen bisher, heute nicht. Der mag dich nicht. Nein, nicht mehr. Ich hab mehr. Ja, der sagt da jetzt so, Chris, so wie du das machst, ja, dass du mich einfach ignorierst. Und das über mehrere Monate. Und jetzt auf einmal kommst du her und willst mich wieder drehen. Das geht nicht. Das ist nicht okay. Das geht nicht. Das geht nicht so. Nein. Ja, okay, verstehe. Mein Lieber. Kann ich verstehen, Digga, dass der Pokestop Digga, hart angepisst Digga, auf mich da, ist. Da kommst du nicht durch. Nee. Tja. Nee. Aber ein Versuch war es wert. Ja. Er hat sich wahrscheinlich so gedacht, oben von dem kleinen Dreh, von der Drehscheibe aus, so ja, nice try. Hast du, du hast es probiert, aber dieses Mal nicht. Das, aber nicht mit mir. Vielleicht muss ich ihm ein Lockmodul geben, dann geht es beim nächsten Mal wieder. Okay. Da sollten wir eigentlich eh bald da sein. So. Und eine blaue Arena. Und ein Relaxo. Achso, stimmt, wir gehen zuerst zum Dragoran. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da schau, ich sehe den sogar schon. Schau, da haben wir schon einen Dragoran. Dragoran. Da sitzen jetzt wir dann gleich drinnen. So, dann würden wir sagen, wir holen uns jetzt erstmal das Dragoran. Weil das ist easy. Aber da müssen wir ein bisschen den Berg hochgehen. Ja. Das muss ich mache mal wieder die Kämmern, Leute. Im Moment ist es relativ langweilig, gibt nicht viel zu sagen. Ja, schön. Da hinten, da sieht man jetzt die Stadt Salzburg, falls es irgendwen interessiert von euch, falls ihr nicht von hier seid. Ja, und da ist so ein Park für ja, muskulöse Menschen, die können da trainieren. Okay, ich muss vorher runter. Und mit ihren Pokémon-Level aufsteigen. Nichts gehört. Oder so. Nichts gehört. Nichts. Wow, Pokémon nichts. Ist geflohen. Das glaube ich dir nicht. Du willst der Erste sein. Ja, ich freue mich jetzt auf das Dragoran. Ganz ehrlich, da kann ich endlich mal ein paar Hyperbälle verheizen. Das ist doch mal cool. Freust du dich eigentlich auch immer, wenn du mal ein Poké in ein seltenes so fangen kannst, ohne Raid, weil du einfach mal weißt, du kannst endlich mal Hyperbälle verwenden, wieder einfach einen guten Ball, der was funktioniert. Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die Primärbälle geschätzt haben so eine Catchquote wie der Superball. Das ist sogar nearby, gell? Oder wahrscheinlich sogar Pokéball eher. So, ich weiß nicht, weil es ist schon irgendwie strange,
wenn du dir zum Beispiel die Catchquote von Relaxo anschaust, ja, ja, wenn du die mit Hyperball fängst, die bleiben einfach so fix und safe immer drinnen. Ja. Wenn du die mit Primärball fängst, die Dinger brechen einfach nur noch hart aus. Also dieser Primärball ist eigentlich wie ein Pokéball. Ja, irgendwie gefühlt schon. Entweder Superball oder Pokéball. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber irgendwas sowas in die Richtung muss es sein. Nicht wie ein Hyperball. Voll. Egal. Ja, das Drago lassen wir sitzen. Nein. Oder? Ja, ich würde es auch holen. Ja, holen wir uns das Drago ran. Schau, der Fabi ist auch schon motiviert. Der geht da vorne und startet das Drago ran. Schauen wir mal an. Ja, holen wir es, sonst wollen wir schon mal daneben. Natürlich. Das ist ein Dragoran, hallo. Man kann nie zu wenig Dragorans haben. Das ist auf jeden Fall. Dragoran kann man immer gut verschicken. So, warte mal, Fab, wir können da eigentlich gleich hochgehen. Da ist eine Treppe. Ja, ja. Da gehen wir hoch. Da ist gut. Hoch hier. Alles klar. So, schauen wir mal, ist hier irgendwo was gespawnt, was man brauchen kann? Ja, 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 mein GPS. So. Ah ja, schau, er rückt immer näher. Ah cool, und da ist ein Dick da. Dick da. Gönnen wir uns den. Ja, werden wir mal schauen. Ich bin auch gespannt, so. Schauen wir mal, vielleicht hat es gute WP, wobei das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich habe eh schon ein ganz gutes Dragoran. So. Aber kann man immer wieder haben. Macht immer wieder Spaß zum Fangen. So, ich weiß nicht, ich fange echt gern Dragorans, die sind irgendwie cool. So. Und wenn man sich so vorstellt, vor einem Jahr sind die Leute gelaufen und hingestürmt, wenn irgendwo ein Dragoran war. Und heute schaut dich jeder an und fragt dich so, dein Ernst, wirklich, so willst du dir das noch mitnehmen, so zwischendurch. Aber so wirklich brauchen tut das eigentlich keiner mehr. Egal. Das ist ein Dragoran. Ja, ey. Holen wir uns den, Kollegen. Ich mach mal wieder die Cameron, Leute. Wir gehen jetzt hier eine Treppe hoch. Da geht es relativ steil hoch. Da müssen wir rauf. Das ist ein Berg. Hinter einer Bierbrauerei, inklusive Kirchen, also wenn ihr gläubig seid, könnt ihr hier auch beten kommen. Schön, ne? Ja. Gehen wir da hoch. Blutzuck geht ruckzuck. So. Ja, und der Kollege, der rückt jetzt immer schon näher. Ja, keine Ahnung. So ein Dragoran kann man sich einfach mal mitnehmen. Passt schon. So, ich glaube, Candies braucht keiner von uns, oder? Dragoran Candies. Oha. Ich mach mal wieder Cammern. Cool. Und ich brauche dann ein Taschentuch, wenn wir oben sind. Aha. Ja. Glaube ich doch nicht. Doch, meine Nase ist schon wieder am Limit. Leider. So. Okay. So, wo sind wir denn? Ah ja. Ich glaube, wir sind eh gleich da. So. Hast du denn schon? Warte, ich tue mal das Go Plus raus. Schauen wir gleich. Müsste gleich spawnen. Ah, da ist er schon. Hallo Dragoran. Was hat er denn? Oh ja. 2,5 ist okay. Nein. Warte mal. Ich muss mal hier beide Hände kurz nehmen. Ich muss drinnen bleiben. 2,5 hat er. Vielleicht haut er ab. Wer weiß. Hoi. Schauen wir mal. Ja, bei mir ist er drinnen. Cool. Okay, der ist eher nicht so. Aber 2,5 WP, das passt.
hat sich ausgezahlt, würde ich jetzt sagen. Mir ist das nicht viel, noch nie in der Wüten nicht angegangen. Doch, oder? Ja, das kam von Tomaselli. Eben, das ist drin geblieben. Da weiß ich noch, hast du dir sogar Pokebälle gekauft im Ingame-Shop, weil du keine mehr hattest. Das war heftig, ja. Ja, ich hab mir Pokeball gefangen. Uiuiui. Okay, haben wir den Kollegen auch. Das heißt, ab zum Südkon, oder? So. Und Leute, ich schalte mal auf die Cam, weil hier ist wirklich eine sehr schöne Aussicht gerade. Wir sind da jetzt am Fuße des Mönchsbergs und da sieht man relativ schön auf die ganze Stadt Salzburg runter. Also da kann man echt so richtig schön die ganze Stadt sehen. Das ist ganz cool. Kann man sich echt gönnen, den Ausblick. Da zahlt sich das Pokémon Go Spielen wieder aus. Für den Ausblick, das hat schon was. Gut, schalten wir wieder um. Du noch Hand? Ja, ich. Achso. So, und die versuchen hier, ich mach das mal kurz auf die Cam, ein Pokémon in der Hand zu fangen. So. Ja? Nur weiter hoch. So, ich schau das jetzt mal kurz am Handy an. Oh, na, scheiße, das ist, jetzt wandert er gerade darüber, der Hund. Jetzt da, genau. Da, hier, wo? Ja, passt. Scheiße, was ist mit dem? Der bewegt sich die ganze Zeit. Der geht da rum. Scheiß drauf. Okay, ist doch nichts geworden. Fast, Leute. Ja, da seht ihr mal wieder, was Pokémon-Spieler so machen, wenn ihnen langweilig ist. Nur Blödsinn in den Kopf, ja. Oh mein Gott, Leute, ich kriege jetzt etwas Cooles. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich wieder ein euch sehr vertrautes Geräusch hören. Natürlich. Ja, das ist okay, ich bin bescheiden. Es hat noch keine Minusgrade. Dann braucht er 10 Backerl in einer Stunde, Alter. Wenn es mal tropft, dann tropft. 10 Aber es ist ja wirklich so, ich brauche echt. Mit so einer Ananabeere, das ist cool. Das hätte ich eigentlich auch machen können, weil eigentlich ist das ziemlich. Ich weiß auch nicht, warum ich eine goldene Himbeere geschossen habe. Tja. Also nicht mehr. So, Leute, werde jetzt gleich an euch vertrautes Geräusch hören. Verschickt? Bist du wahnsinnig? Es hat unter 20 gekauft. Mhm. Wirklich? Ja. Was? Es hat unter 20 gekauft? Ja. So, das wollte man nicht, das nimmt nur Platz weg. Okay, das stimmt, das kann ich echt verstehen. Okay, so, jetzt bin ich wieder da. Ja, gehen wir zum Südkon, oder? Ja. Wir haben ihn nicht. Ihr habt ihn noch nicht? So eine Ananabeere, die beste. Ja, das passt schon. So, schauen wir, ist da irgendwo in der Nähe vielleicht noch irgendwo ein Raid, wo wir hingehen können? Ja, es sind jetzt zwei Raids nebeneinander. Nebeneinander? Ja, sicher, der eine ist bei der Brücke, der andere ist in Mirabell. Aber wer mein Mirabell ist, das ein Swickon? Nein, das ist ein Mokmok. Mokmok. Nein. Okay, gehen wir Richtung Swickon. Vielleicht egal, ob du eins mit mir. Aber irgendwie, es bringt ja auch gar nichts. So, keine Ahnung. Ich finde irgendwie Sondersensor auf dem Poké relativ useless. So. Oh ja. Weil, was tust du mit Sondersensor auf dem Wasserpoké? So? Das bringt irgendwie nichts. Und vor allem, was ich nicht ganz verstehe, warum sie gerade Suicune keinen Aquaknarre gelernt haben. Weil das ist ja eigentlich so, wenn du so einen Suicune hast, dann wirst du das ja eigentlich haben, damit du nicht mehr mit Aquana kämpfen musst. So. Und das ist ja im Endeffekt genau dasselbe mit Turtok. So. Du bekommst das Aquana am leichtesten von allen Pokés. So. Und es ist eigentlich so von allen Wasserpokés im Spiel mit Abstand das stärkste. Und wenn du dir dann zum Beispiel das Turtok anschaust, ja, was eigentlich bei Weitem schwerer zu fangen ist, weil du einfach die Shigis holen musst und die gibt es halt nicht überall. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, dass das so schwach gemacht wurde, weil ich weiß nicht, ich finde den WP-Wert von Turtok mit 2250 oder so, das ist schon relativ gemein irgendwie so. Oh ja. Gerade für die großen Pokémon-Fans von der ersten Gen oder so. Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, keine Ahnung. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Ich war da schon ziemlich enttäuscht, weil es war ja am Anfang schon so, dass das Turtok relativ schwach war bei Pokémon Go. Und dann ist Niantic hergegangen und hat es, obwohl es wirklich schlecht war, hat es einfach nochmal genervt. Und das verstehe ich nicht ganz, weil ich weiß nicht, ich finde Turtok hätte alles andere als einen Nerf verdient. Es hätte einfach nur einen Push verdient. Und jetzt ist es halt komplett out of range von jeglichen Spielermodus, weil es einfach, keine Ahnung, es bringt dir einfach nichts. Es hat kaum WP, Damage kommt auch nicht wirklich rüber. Es hält halt viel aus, toll. Aber Suicune hält mehr aus, so. Aber es ist immer noch komisch, dass Aquana so stark ist. Ich verstehe es einfach nicht.
Das geht mir schon gegen den Strich, merkt man das? Ja, das ist ganz leicht. Nicht anders. Ja. Ja. Egal. Da hätte ich hätte schon ziemlich Motor gehabt auf das Suicune, aber mit Sondersensor, keine Ahnung, bringt irgendwie nichts. So. Egal. Wir können die Arena stompen. Machen wir das. Machen wir das mal. Ich kämpfe einfach mal. Hallo Marcel, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zusehen. Finde ich cool, dass du meinen Stream genießt. Ja, da ist ein Rambo, da bleiben wir gleich stehen, oder? Gönnen wir uns. Ich bin mit dem ersten schon durch, also du kannst schon rein. Ich kann das Xatu endlich mal drin bleiben. So, fangst du gerade im Xatu. Aber ich bin jetzt am Start, ja. Okay. Okay. Oh, da sitzt sogar die Charlie drin. Ich weiß, die haben sich gerade eingesetzt. Boah, die werden uns böse sein, wenn wir sie da jetzt rauskicken. Und da pimmelt auch schon das Telefon. Okay, wir sind in 5 Minuten da. Ja, die wollten unbedingt auf den Strand. Nein, ich wollte das Bauer auch noch schnell holen. Wir sind jetzt gleich da. Wir sind auf der Brücke. Okay. Ich weiche jetzt mal gar nicht aus, Leute, weil das muss schnell down gehen. Come on. Wir haben keine Zeit. Ja, okay, den Hyperstrahl sollte ich nicht unbedingt essen. Komm. Nein, Daniel, wir meinen das nicht böse. Das sind nur verspielte Jungs. Ich habe einen Japs 4200 Kilometer mit Bibor gelaufen. Was? Der läuft mit Bibor 4000 Kilometer? Was geht bei dem? Ja, es ist eine Liebe. Oh Mann. 4000. Lol, das. Lol, es hat jetzt Wutanfall eingesetzt. What the fuck? Ja, ja. Egal, ich kann nicht mehr. Ja, genau. Er ist so cool. Wusstest du, dass er ein Flüchtling ist, der halt jetzt Pokémon spielt? Er ist richtig cool drauf so. Er hat sich voll gut integriert. Ich feiere den Typen echt. Der ist ein wirklicher Sportler. Ja, der ist richtig sportlich. Ich glaube, wir müssen umschauen. Der hat die meisten Kilometer von uns. Ich glaube, der hat über 10.000 gelaufene Kilometer oder sogar schon 15.000, ich weiß gar nicht. Der ist richtig Chef. Hey, wir müssen. Achso, wir müssen die Arena hier noch machen, oder? Danke. Gehen wir mit dem Simsi. Simsalabim. Komm schon. Zerstörung! Ja. Boah, schaut, wie der down geht einfach, nur noch heftiger. Aber warte mal, wenn wir da jetzt weggehen, dann sind wir out of range von der Arena und ich will da schon rein. Egal. Und tschüss. Warte mal, so, jetzt können wir uns reinstellen. Ja, gute Arbeit. Habe ich gut gemacht, ich weiß. Danke, danke. Danke für die Blumen. So, dann stellen wir uns gleich rein. Wow. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir eine Blume. Sonnenblumen sind cool, Leute, kann ich jedem von euch empfehlen. Ja, habe ich euch ja gesagt, ihr könnt euch sonst nicht reinstellen. Und da ist das Geräusch der Belohnung, wie man ja hören kann. Blum, blum, Sternenstaub. Wunderbar. Ja, da ist die Arena auch schon out of range, kann man nichts machen. Ein Suicune zum Abholen. Holen wir uns den Kollegen. Wow! Schau, der bellt uns schon an. Du hast einen Park. Oh, okay, du bist noch im Arena-Kampf, gehst aber schon wieder außerhalb. Ja, aber das ist schon einmal cool. Schon oha. Ja. So. Wir gehen hier über die Brücke und da hat man eine relativ schöne Aussicht auf Salzburg. Ja. So. Northside, Southside. So. Okay, da drüben stehen schon ein paar Kollegen von uns. Oha. Toll. Juhu. Grüß euch. Grüß dich. Wie lange nicht mehr gesehen. Muss man sich schon fast die Hand geben. Wie geht's? Servus. Servus. Grüß dich. Wie geht's? Sehr gut, ja. Ich war ja länger inaktiv gewesen und heute habe ich mir gedacht, jetzt machen wir einen Stream. Coole Sache.
voll dabei von der Hammer. Ja, ist leider nicht so viel los. So, die Action hat leider gefällt. So, ja, hast du kein Fahrrad, kein Auto. Nur mit der Runde in den Berg. Cool. Das hat schon passt. Ja. Ah, das passt schon. Ja, ich habe jetzt vorher mein erstes Suikun gefangen. Ja, ziemlich nice. Das erste ist doch gehabt. Ja. Ich, ja, ich glaube, das hat irgendwas so knappe 90 IV oder so. Ja, genau, das geht. Aber sicher wäre ich alle weggeschmissen. Ja, rückt ja nicht, kann man nicht bleibt. Ist so. Ich glaube, vor Prag habe ich es alle weggefangen. Ja, verstehe ich. Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Also, er hat mir seine ganzen 100 IVs gezeigt. Das ist 4 Despos, 100 IV. Ja, wieder schon krass. Wieder 54 100er gefahren. Und der Krönig war ein Relaxer. Hat er mir schon geschrieben. Nach dem 100er Relaxer wieder aufgehört. Oh Mann. Oh Mann. Okay, da habe ich echt was versäumt. Scheiße. Ding, ja. Seid ihr da mit dem Fahrrad oder mit dem Bus? Oder? Im Auto. Geil. Geil. Ich habe in die 2,5 cool. Tage, habe ich glaube ich 6 Stunden geschlafen. Oder was? Oh mein Gott, ihr seid Freaks. Ich war krass, ja. Am letzten Tag ihr seid Freaks. Alter, du musst einmal schlafen, das ist so geil. Oh Gott, also beim nächsten Event bin ich auch dabei. Und zwar genauso. Genauso. Ich bin um 2 in der Früh angekommen. No mercy. Heftig, heftig. Von Freitag bis Montag, weißt du? Vor allem Event war vorbei, er war allein unterwegs. Heftig. Ja, und dann war es froh, dass hat sich gemacht. Er hat sich das Relaxo noch geholt, das war nicht. Heftig. Ja, von 3 ist geil. Ist zwei, bei 2 auch gehabt. Echt? Mit Goldener und Hyperbolt. Oder bei 140 gekriegt. Ja, ist bei mir auch gewesen. Mein erstes 100er Relaxo ist nach dem ersten Ball, Papa. Das zweite, was ich gehabt habe, da habe ich 12 Bälle gehabt, ist beim letzten. Und ich habe immer gut geschossen. Also, das ist echt. Aber kann man nichts machen. Das ist halt dann so. Ich hab, sag mal, über 730 gemacht. Aber nur du, bei dir? Ich hab 300 oder was? Okay. Nein, ich hab nicht ganz 300 von den legendären und ich mit 8 bei den normalen. Ich kann alles beim Ferrari. So, also ich bin definitiv sehr bereit heute. Aber komm. Ich kann 600er greifen. Nein. Kannst du so verdient jetzt mal. Come on, come on. Das ist wenigstens die aber gestern, ich meine, ich habe 50 von deinem Deppert und Synchron und habe gestern mein erstes richtiges 1600er gekriegt. Ja, das ist schon heftig, ich weiß nicht. Sollen wir schon reingehen? Nein, er ist jetzt gerade wieder da. Warte. Ah, okay. Er ist der sportlichste Pokémon Go-Spieler von Salzburg. Der läuft einfach nur herum. Das ist echt krass, der Typ. Ja, aber er hat gesagt, ich muss oben mal tragen ran. Also, wie lange ist das noch da? 6 Minuten. Okay. Bumm. Ja. Hast du es abgehört? Das war mal geschehen. Das ist Dragoran, oder wie? Ja. Und da sollen wir reingehen? Ja, wir haben es egal. Weißt du, Leute, gehen wir rein, oder? Mach mal go. Ein Spieler in der Lobby, zwei Spieler in der Lobby. Ich gratuliere zu Level 40 übrigens. Ich muss, glaube ich, beleben, oder? Kann das sein? Nein? Es gibt schon immer viel. Ja, Level 40 ist mittlerweile irgendwie eh Standard. Hey Leute, wir sind schon rein, gell? Ich nehme da einfach den Zapdos. Viel dieser Flor. Also ich verlasse euch. Machen wir mal. Ich hoffe jetzt einfach, dass bald aber die Tauschfunktion kommt, weil ich würde mir echt gerne mein anderes Zapdos rüber tauschen. Ich weiß nicht. Ja, okay, man, mittlerweile bringt es eh fast nichts mehr, weil die meisten richtig Hardcore-Spieler, die haben eh alles schon auf 100 IV von dem her. Das ist dein uraltes Handy. Oh, harte Zeiten. Harte Zeiten. Nein, es wollte nicht bei mir. Ich habe so viele Zapdos-Rates gemacht, ich glaube, ich habe 140 Zapdos-Rates gemacht und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, egal. Dann habe ich halt nur eins mit 98 IV, ist auch okay. Aber es kann ja sein, dass sie wieder kommen. Ja, ja, nächstes Jahr im Sommer kommen die legendären sowieso wieder. Kannst du da sicher sein. Weil die Spieler, die erst später anfangen, die wollen sicher auch noch die legendären.
Zu spät. Töte. Kann man nichts machen. Du hast es probiert. So. Okay. Wo viele Zapdose? Egal, ich weiche gar nicht mehr aus. Da müsst ihr, der Hardcore-Spieler spielt mit drei Handys. Das ist so cool. Spielst du meine Zapdose? Das ist cool. Naja, der Damage kommt schon rüber, aber halt nicht so viel. Ja, dieser Flag geht immer. Aber da musst du aufpassen, wenn der Kollege Sondersensor hat, der zieht relativ gut. Ich glaube, der hat keinen Sondersensor. Ja, Solarstrahl geht immer. Brauchst du eigentlich die ganzen Tränke und die Leber? Ich weiß nicht, ich hau das Zeug mittlerweile irgendwie alles weg, weil das bringt mir nicht. Ich weiß nicht, mit dem neuen Arena-System ist das Kämpfen irgendwie so langweilig geworden. So für die Spieler, die jetzt gute Pokés haben, ist das echt immer wirklich lustig. Wobei er das andere so Mangel gehabt hat, der hat zu wenig belebert hat. Na, echt? Das gibt's, ja. Ich bin jetzt zwei Runden gefahren, dann wird ein bisschen was belebt werden. Aber kriegt man nicht bei den Raids eh genug? Ja, die haben da was. Was hat der jetzt mittlerweile für ein Level? Der ist eh schon 36. Boah, heftig. Läuft. Schafft er eigentlich heim, nein, nein. Aber ich hab keine meisten Gegner mehr. Ja, und dann hat er lauter Taubers entwickelt statt Taubbürger. Super! Super, oder? Toll. Kann man ja nichts machen. Nein. So, schauen wir mal, vielleicht ist es so viel Sounder, wenn man sich keine Ehre für die Taubs hier nehmen. Also, jetzt schauen wir mal, was geht. Ja. Der Dani hat geschlafen. Ja, super. Daniel. Nein, ihr müsst nicht raus, bitte. Ja, es ist eh schon dann. Es bringt eh nichts mehr. Okay. 12 Bälle. Okay, das ist ein ganz schlechtes Exemplar. Den könnte ich eigentlich mit Zanana holen. Aber vielleicht bleibt er beim ersten Wurf drin. Vielleicht kriege ich einen Critical Hit. Nein. Wäre natürlich zu schön gewesen. Nein. Also ich habe ein ultra schlechtes. Ich glaube, meiner ist so das schlechteste, was man kriegen kann. Also wenn er nicht drinnen bleibt, habe ich grundsätzlich kein Problem damit, sagen wir es so. Ja. Was ist da los? Beweg dich. Mach was. Zeig mir deine Zuneigung. Ah, jetzt schau. Rar. Gut. Habe ich gut gemacht. So. Ich setze mich da mal zu dir. Wunderbar. So. 8 Bälle habe ich nicht. Ich probiere es jetzt mal mit Fabio auf. Schauen wir mal, ob ich den hinkriege. Wobei. Egal, ich warte lieber, bis es sich bewegt. Fabelhaft, ja. Aber ne, fabelhaft irgendwie, ich merke da keinen Unterschied. So, es ist eigentlich egal, ob du fabelhaft schießt oder gut oder großartig, es ist komplett egal. Das ist einfach nur Glück. So, ich habe das bei den Zapdose gemerkt. So, teilweise nur fabelhaft geschossen, einfach nur ausgebrochen und dann schießt du einmal ohne irgendwas und der bleibt drin. Du denkst dir so, what the heck, are you mad? So. Hauptsache man trifft und Körper so. Das passt dann schon, aber egal. Aber ich finde die Catch Rate ist schon merklich schlechter wie bei den Vögeln. So, finde ich von den Hinten. Aber sieht einfach nicht geil aus. Aber Hauptsache treffen so. Ja, mag mich nicht. Ich muss machen. Er mag die Ananas nicht. Er mag Ananas nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch immer fabelhaft schießen, aber ich bin irgendwie viel zu faul dafür, sage ich dir ganz ehrlich.
Egal, drei Bälle habe ich noch, wird schon passen. Dann kannst du wieder stehen. Gut, immer gut. Aber du kannst ja von der Wohnung, ja, von der Wohnung fast bauen. Schau, der bricht einfach in einer Tour aus, was soll das? Hab mich lieb, komm. Nein. Jetzt habe ich echt knallhart den Ball verschossen. So, jetzt haben wir letzter Ball und gleich bricht es aus. Ich sehe schon kommen. Papa. Abgehaut. Tschüss. Ja, egal, Hauptsache ich habe es im Pokédex. Das ist schon mal wichtig. Das ist gut. Vielleicht sollte ich auch großartig bzw. fabelhaft immer durchziehen, aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie zu faul. Das Türchen. 2 Werte auf 15. Oh, 1602, das ist stark. Ich weiß gar nicht, was hat meiner Funddatum? So, wo haben wir es denn? Passt nicht gut. Ich glaube. Also, meiner hat nur 95, der ist nicht so. Er ist okay. Was kann der Hydropumpe eigentlich? Kann der Hydropumpe? Ich bin gerade überfragt, ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht, oder? Ich könnte eine Lade-TM verwenden, dann würde ich es sehen. Warte mal, der hat 3 Attacken, oder? 3 verschiedene. Blubstrahl, Aquarelle, Blubstrahl, Aquarelle. Das ist ein Hydropumpe, Hydropumpe, ja. Ich weiß nicht, so. Ich finde irgendwie den Movepool von Suicune kacke. Ich weiß nicht. Was tust du mit dem Wasser-Pokémon ohne Aquaknarre? Das ist irgendwie so. Wie doof, ja. Das ist irgendwie, es bringt nichts. So, wenn du mit Sondersensor spielst, ja, okay, das vielleicht für PvP, wenn wer mit Bisaflor countert oder so, weil dann hast du auf Gift was Effektives, aber. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Es ist im Moment hier auch nicht wirklich was los, jetzt raidmäßig, aber ich könnte mal die Map checken. Vielleicht ist irgendwo ein cooles Pokémon statt oder so. Oh ja. Schauen wir mal. Okay. Ich möchte nur die ersten paar und dann muss ich. Gut, schauen wir mal. Lustiger ist immer ja, Draconius Go, das spielt ein Kollege von mir nebenbei, aber ich weiß nicht, ich bin da nicht so begeistert von dem Spiel. Ich finde irgendwie die. Es hat nichts mit Pokémon zu tun. Es hat nichts mit Pokémon zu tun, genau. Somit ist es nicht interessant für mich. So, jetzt schauen wir mal kurz. Okay, da ist einer. Weiter hinten wäre noch ein Suicune-Raid. Da müssten wir. Hey Leute, habt ihr Lust, noch zu noch einem Suicune-Raid zu gehen? Das ist da beim. In Lehn ist das. Chris? Wie heißt die Arena? Ich würde am Pokémon Hack spielen für den Game Boy Advance. Du fährst nach Hause? Ja, Mädelsabend. Achso, Mädelsabend, ja. Okay, ja, ich werde circa bis 9 oder so. Wie lange ist der in Lehn noch? Bis kurz nach 9, ja. Ja, ich weiß nicht, ich werde eh morgen tagsüber unterwegs sein. So. Ich habe jetzt heute irgendwie, ich habe nämlich heute am Abend eigentlich irgendwas vor so. Ja, weißt du immer was Besonderes. So. So, weiß nicht so recht. Aber sollen wir wieder zurück in die Stadt gehen, eine Runde fahren oder so? Ich habe die Map schon gecheckt, auf der Map ist im Moment. Na, Leon, der Raid, wie lange geht der noch? Da hätten wir eine halbe Stunde Zeit, dass wir da hingehen. Der da? Ja. Bis 1916. Also den könnten wir uns theoretisch holen, wenn. Es kommt halt darauf an, wer dabei ist. Da geht der dann da noch einer. Ja. Das sollen wir mal fragen, wer dabei wäre. Interesse? Hat irgendwer Interesse noch? Suicune Raid? Okay. Aber da müssten wir ein bisschen gehen, das ist da. Da sind bei Schnecken, geht da noch einer auf. Das ist hinten in Lehn, also ja. Müssen wir halt ein bisschen zurückgehen. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Ja. Dann machen wir das so. Ja, ich bin dabei. Perfekt. Machen wir das. Ich bin der Flirty McFlirt. Captain Flirt, so. Ja Leute, ich mache jetzt hier die Cam wieder an. Wir stehen immer noch da, wo der Raid vorher war. Und ja, jetzt werden wir dann gleich mal zum nächsten Raid schauen. Ja, haben wir eine halbe Stunde gut Zeit. So, das sehen kann man ihn zwar noch nicht. Das ist die Frage, wie lange wir da hingehen. Soll ich mal ein Navi checken? Warte, ich frage mal kurz das Navi, wie lange wir da wirklich rübergehen zu dem Raid. So, get directions, bitte einmal. Ja, weiter mal. Zu Fuß. 13 Minuten. Ja, easy. Hey Leute, wir gehen zu Fuß 13 Minuten, wenn wir gemütlich gehen. Also das easy life, würde ich mal sagen, oder? Ja, aber wir hätten 2 Autos, die hinfahren. Ach so, ja, dann nochmal easy life. Nein, das ist nicht so sinnvoll. Perfekt.
Ja, ich gehe einfach da entgegen, bei mir ist 93er? Ja, mein. Mit 1605, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ja, 1602 ist 93. Dann ist, okay. Ja, dann hat meines, was ich habe, 88 oder so. Ich habe jetzt schon verschiedene. Nein, oder 89. Nein, 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 nein. 10, 98, 9, 8. Boah, stark. Da geht schon was. Ja, 98 ist cool. Das kann man echt so stehen lassen. Ich würde mich auch über einen 98er freuen, aber ich würde es, glaube ich, nicht pushen, weil es, ich weiß nicht. Zurück und pushen ist irgendwie, es bringt nichts. Wenn es keine Aquaknarre hat, ist es einfach nicht wert, dass man es pusht. Nein. Höchstens für PvP später mal, wenn es taktisch irgendwas bringt, aber sonst werde ich das nicht pushen. Weil da hast du mit Aquana einfach nur Vorteile in jedem Punkt. Ja. So, keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie schade. Ich hätte mir das schon gewünscht, dass Suikun eigentlich der neue Wasserangreifer wird, aber ja. Geil, ja. Kann man nichts machen. Da sollen wir rüber starten. Jupp. Du bist im. Ich bin morgen am Start, bist du am Start? Ja, aber erst schon Nachmittag oder so gemütlich und dann catchen wir uns einfach alles. Ja, ja, passt. Mach mal. Ja, das war so ein Warm-up-Stream. Ich habe jetzt ewig nicht Pokémon gespielt. Einfach. So, das ist schon okay so. Ja, das ist cool. Ja, das heißt, es gibt dann Zobiris, Suffet, Banett, Zwierlicht und Zwirklopp zum Fangen. Das ist eigentlich relativ cool. Ja, da haben. Also ich bin morgen so ab Nachmittag in der Stadt wieder zusammen. Sehr gerne. Dann würde ich mal sagen, gehen wir, oder? Bist du auch dabei? Okay, passt. Geht's ja auch da Richtung? Okay, passt. Also, geht's auch Richtung Hannesplatz? Geht's auch Richtung Hannesplatz? Nein, wir fahren bei den Autos dann mit und fahren gleich Richtung Raid mit. So. Okay. Also, bist du morgen, seid ihr morgen Nachmittag am Start? Okay. Bist du am Start, oder? Dani, morgen? Morgen Gas geben. Ciao. Dani? Tschüss. Ciao. Gehen wir oder fahren wir? So, ja, wir gehen oder wir fahren? Ja, passt. Passt, wir fahren. Passt. Dann kommen wir noch nehmen, oder? Ja, passt. Könnten wir uns ein. Bei mir gehen nur 14. Dann hast du keine Rettung. Aber wir müssten auch noch ein paar gehen. Schauen wir mal. 41, ja, da haben wir genug. Und ich muss Pokéball entsorgen. Die Dinger da. Die Package. Echt? Ja. Ah, cool. Da schauen wir mal. Ab 21 Uhr hat es geheißen. Wir werden es sehen. Ich muss mal ein paar Pokébälle bekommen. So ausgemischt gibt es sogar die Top-Tränke und die Top-Leverage. Ja, irgendwann. Nein, vor Prag, weißt du? Achso, weil. Ich habe vorher noch gefahren. Habt ihr alle Bälle gebraucht? Oder? Nein, ich übernehme nicht im Einkaufszentrum gewesen. Ja. Okay. Außerdem war es nicht mehr so gut wie in Oberhausen. Ganz so gar nicht. Du kannst gar nicht vergleichen. Da war nicht mehr so viel gespannt, weißt du? Okay, okay. Auch ganz viel weniger Stops. So, wir sind gerade unterwegs in Salzburg beim Müllnerstück. Da haben wir jetzt gerade einen Suikun-Raid gemacht. Und da irgendwo hinten, das sieht man jetzt von hier aus noch nicht, da ist jetzt noch ein Suikun Raid und da fahren wir jetzt gleich hin. Dann geht es auch gleich weiter. Also, wo soll ich mit? Ja, dann fahre ich mit dir einfach mit. Passt. Dann regelt sich das. Coole Sache. So, ab ins Auto. Das ist ja mal praktisch. Das ist Pokémon Go für Faule. Du fährst einfach mit dem Auto von Poké zu Poké. Wenn es zeitlich schwer ausgeht. Nein, naja, wir hätten in 13 Minuten hätten wir zu Fuß rübergehen können und das wäre schon gegangen. Ja, dann setze ich mich vorne einfach und setzt du dich hinten. Passt. Rein ins Auto. Gut, schauen wir mal. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das unterm Fahren so ist, weil das Go Plus von mir einfach nicht funktioniert momentan. Damit glaube ich, werde ich da so gut wie nichts einfangen können, aber egal. Ich werde es mal versuchen. Ich hoffe einfach mal, dass die von Apple jetzt endlich das Problem mal beheben und das Go Plus endlich wieder funktioniert. Das wäre schon ziemlich cool. Gut. Rein ins Auto. Wunderbar. Warte mal, muss ich mal kurz den Rucksack noch runter. Perfekt. Perfekt. Jo. Ja, habe ich auch. Für den Nintendo DS, oder? Ja, 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 das geht cool. Stimmt, du kannst das ja über die Pokémon-Box, gell? Genau. Ja, ja. Extra bei Rot-Blau und Gelb habe ich alle gefangen. Das ist cool. Und natürlich auch mit dem Signal-Catch. Mhm. Aber damit ich dann einfach in der nächsten Generation wieder starten kann. Ich habe ja schon gewusst, dass ich kommen muss, aber ich habe nicht gewusst. Und jetzt kannst du es umtauschen mit der Pokémon-Box. Ich weiß schon, die Pokémon-Bank. Pokémon-Bank. Bank. Die
brauchst du der Jahresservice, kostet ja ein bisschen was. Ja. Aber ich glaube 5 Euro oder so ist die Gebühr für 370 Tage. 4,99 Euro. Okay. Oh je. Aber der wird sicher auch kommen irgendwann. Also spätestens, wenn die Gen 3 irgendwie kommt, ist der sicher am Start. Das kannst du dir safe sicher sein. So, und ich habe im Moment einen relativ schlechten Empfang. Warum? Das Nein. Egal. Ja, das... 3. Ja, 3 ist ein relativ gutes Netz. So in der Stadt ist es echt top. Ja, bei mir auch, aber bei mir, ich glaube, das Go Plus hängt. Ich werde es mal disconnecten. Ja, das Go Plus ist echt. Das ist. Weiß nicht. Das ist wirklich useless im Moment so. Kann ich nichts machen. Natürlich. Das war das erste, was ich gemacht habe, wie das kommen ist. Das habe ich immer schon gehabt, weil wenn du so viel spielst. Ja, vergiss es. Vergiss es. Ohne Spaß, das Go Plus kannst du echt vergessen momentan. Das ist einfach. Das ist so wirklich, das ist nutzlos hoch 3 im Moment. Das bringt genau gar nichts. Ich weiß nicht, ob so ein GoPlus liegt. Also bei der Charlie funktioniert es anscheinend wieder normal. Muss es eigentlich auch ein GoPlus liegen. Aber es ist schon komisch, weil das hat die ganze Zeit funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr. Genau deswegen, weil es die ganze Zeit. Vielleicht haben sie mir eine Sperre erteilt, so nein, du nicht mehr. Du nicht mehr. Niemals, niemals. Das kann nicht sein. 60.000 Mal gedrückt. Nein, ich glaube, da ist es öfter wie 60.000 Mal gedrückt. Ich glaube, da ist ein paar Millionen Mal gedrückt. Ich glaube, es ist nicht so belastend ausgelegt worden. Okay, nein, nein, beim Go Plus, ey, ohne Spaß, das ist teilweise den ganzen Tag vibriert bei mir. Ja, darüber müssen wir. Ah, da ist es eh schon. 26 Minuten haben wir noch. Easy go. Easy go. Das schaffen wir ganz locker. Hey, das ist die Arena, wo man so komisch reinpacken muss. Ja, ja, okay. Easy life. Holen wir uns den. Es macht jetzt schon wieder mal ordentlich Lust, Pokémon spielen. Nach so langer Zeit. Bist du morgen auch am Start? Gute Frage. Eigentlich schon, ja. Weil ja, morgen. Ich werde mir zumindest mal die ersten 5 von der neuen Gen holen. Das wird ja schnell gehen. Ja, glaube ich auch. Gehen sie vielleicht sogar bei dir am Handy raus? Ja, das könnte sein. Ich glaube, wenn du wirklich mit Map spielst und durchziehst, hast du wahrscheinlich in einer Stunde die ganzen Decks voll. Schlussendlich sind es ja nur 3 neue und 2 Entwicklungen. Ja genau, das heißt du musst Bonbons investieren, fertig, danke. Genau, hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zusehen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich möchte zumindest eins mit halbwegs guten IVs, das wäre schon ganz nett. Und ich glaube auch, dass die relativ selten werden nach dem Event, die Geister. Also du kannst dir safe sicher sein, dass die nicht mehr so oft spawnen nachher. Dementsprechend würde ich mir halt schauen, dass du dir ein paar gute holst mit guten IVs, weil dann hast du das Problem nachher nicht mehr. Weil wenn sie jetzt schon so in Massen spawnen, ich bin mir safe sicher, dass die neuen Pokis so übertrieben heftig spawnen werden in den ersten Stunden. Also so, ich glaube heute zwischen 9 und 24 Uhr, ich glaube, dass da einfach die Hölle los sein wird. So, dass einfach die, ja, ich glaube auch, dass die Spawns generell viel zu übertrieben sein werden, so wie es immer ist am Anfang, die ersten paar Stunden. So, und dann morgen am Abend wird es wahrscheinlich wieder ganz normal sein. So. Weiß, nur Halloween, ja, das war nur noch krass. Das war nur noch krass. Und vor allem auch bei dem letzten Gesteins-Event, wo die Lavitas so heftig gespawnt sind in den ersten Stunden, wo du einfach mal 4 Stunden gefarmt hast und dann hattest du einfach mal 1000 Lavita-Bonbons. Einfach so. Das war schon cool. Mal schauen. In Wien, glaube ich, war das auch letztens bei irgendeinem Event oder so. Da waren so viele Dratines oder so, da war ganz Wien voll mit Dratines. Ja, das war ziemlich heftig. So, ich meine, hier dann. Ja, wunderschön, so als Beifahrer kann man echt nice fangen mit der AR-Modus. Wunderbar, so ist es jetzt. Nein, das kann ich nicht ausschalten.
stellt. Super. Okay, und die anderen, glaube ich, sind eh auch gleich da. Ja, dreh ich gleich um. We are playing Pokemon Go in Salzburg City, in Austria. Jo. Ich glaube, da stehen wir eh schon richtig so. Oder kann das sein, dass wir aussteigen müssen? Ah, müssen wir aussteigen. Ist ja egal. Egal. Die faulen Leute. Ja, machen wir das. Ja, ich stecke dann auch aus. Ja. So Leute, da sind wir auch schon. Ja, danke, danke. Du willst jetzt keine Namen nennen, gell? Nein, nehmen jetzt keine Namen. Ja, ich weiß schon. Aber... Ah ja. Aber bei dir war es sowieso, finde ich, am allerbittersten, weil bei dir ist halt einfach das 100er Zapters abgehaut, so einfach geflüchtet. Das stimmt. Und bei mir ist es gar nicht erst aufgetaucht. So. Das ist ja dann irgendwo, ja. Das ist also ein Ausgleich für dich, glaube ich, so zufriedenstellend. Ja, zufriedenstellend nicht, aber... Ja, bei mir ist auch noch ein gutes abgetaucht, also auch 96, glaube ich. Es ist belastend, wenn man es ist eh frustrierender, wenn du gar nichts Gutes im Schirm hast. Und dann das Letzte, was du fängst, ist ein 96er. Und das war's. Dann mal auf die 13. Machen wir. Den Cam-Modus wieder an, Leute. Wir stehen da irgendwo zwischen Häusern. Ja, so viel kann ich euch sagen. Ja, da sieht man nicht wirklich viel. Komm schon, fokussiere dich. Ja, jetzt kann man wieder ein bisschen was sehen. Und irgendwo da soll die Arena sein, so symbolisch gesehen. Ja. Okay. Wo sind die anderen? Ah, da sind sie eh schon. Das heißt, die Leute kommen auch schon zu mir. Und dann geht's hier gleich los. Dann wird geradet. Ich habe Coins bekommen, Pat. Das ist doch schön, oder? Ja, freut mich. Endlich Coins. So. Ja, kloppt man das Viech down, oder? Freut mich sehr. Und dir auch? Ja, ist gut schon. Das ist schön, oder? Wie viel hat schon gefangen jetzt für dich? Eins. Also drei. Ja, ja. Drei Raids gemacht. Aber Enter hat schon. Eins, ja. Ich habe die beim allerersten Enter-Raid, der war am Berg oben war. Ach so, das war der erste und der letzte. Ja. Da wo wir so ja. Uns alle getroffen, die waren gleich 100er gefahren. Gehen wir rein? Achso, das weiß ich gar nicht. Ja, wir können schon rein. Ja, so anfangen natürlich, Level 24 oder so. Ja, egal. Nein, ich habe dann nicht wirklich Zeit gehabt mehr und Motivation war auch nicht wirklich so. Aber jetzt kommt es wieder, oder? Ja, mit der neuen Gen, die muss man natürlich füllen. Das hilft nicht. Ob man will oder nicht. Ist eh gut, dass jetzt mal was Neues kommt, aber trotzdem wäre mal PvP-Modus ganz cool. Ja, wenn der kommt, dann zucke ich aus, dann ist vorbei. Dann bin ich 24 Stunden auf Livestream einfach. Wenn PvP-Modus in Pokémon Go kommt, dann ist bei mir vorbei. Dann ist aus, dann ist einfach nur noch aus. Ich habe jetzt hier einen Erwer. Warum habe ich hier einen Erwer? Warum? Ist das gut, ist das schlecht, dass ich jetzt einen Erwer habe? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Ja, Leute, ich habe einen Error. Aber ich weiß nicht. Was für ein? Da steht einfach nur Error, ohne irgendwas. Ich muss das nicht starten. Ah ja. Ich suche die Koko weiter, weil ich bin beim Sammeln sein. Soll ich neu starten? Das geht sich in einer Minute locker aus. Ja, dann gehen wir alle nochmal aus. Ja? Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade einfach die Meldung gehabt, Error. Du warst schon drin, oder? Ja, ich war schon drin, aber das ist kein Problem. Dann kommst du wieder rein. 40 Sekunden aus. So, er ladet noch, er ladet. Auch wenn der Kampf schon losgekommen ist, rein. Sonst mittlerweile wenigstens lesen schon zu fixen. Ja schon, aber zu fünft müssen wir so alle battlen, weil sonst 30 Sekunden. So, ich weiß nicht, was er hat. So, er ladet bei mir nicht. So, was hilft es, wenn ich
das WLAN ausschalte. Ah ja, WLAN ausschalten, Leute. 16. Ah, das geht schon, das passt. Passt, können wir reingehen. Jetzt hat mir gerade meine Frau angerufen, dass sie zusammen so drücken. Oh je, war da Fieber? Oh je. Aber das geht schon. Du musst nur an dich glauben. Ich bin eher am überlegen, ob ich vielleicht nicht nach dem Raid da hinten so überlege, aber da war ja noch gar nicht mal pushen, wenn ich das so. Ja. Von irgendwer von euch beim Europark oder so vorbei? Ich fahre mit dem Bus. Achso, ja, dann war immer so ein Europark drin, weil ich mein Auto gefasst und fahre mit mir nie den Scheiß und dann hast du es. Wir schauen mal, was der Retter so ist, oder? Wahrscheinlich ist der Retter, aber dann lassen wir die aus. Das passt. Ja, es wird hart. Ich spiele heute sicher später wieder. Nein, ich spiele morgen erst wieder. Ab morgen Nachmittag wieder ein Livestream und dann einfach einmal gemütlich die Gen 3 fühlen, so. Beziehungsweise die Teile, die halt dann da sind. So. Wir haben es halt möglich, wie viele Sonnen haben wir? Fünf Stück sind es. Nur Geister. Wirklich so viele Sonnen. In den Garten sind sie tot. Ich gehe davon aus. Weil wie immer die sechs kommt und da ist normalerweise immer, wenn man identisch sieht, dann mindestens ein Anfang die Füße dabei. Den Stück gegen das Blutschein hast du haben, wenn die anstecken und die dann. Das ist doch gar nicht so leicht. Da kannst du einfach ganz stark blutschen, wenn du irgendwas tust. Bei mir ist das ja. Ich muss jetzt nur die Bälle fahren. Bei mir ist es so, bei mir drückt es ja automatisch aus. Ja, das geht auch nicht. Endlich wieder da. Ja, für schon später ist das schon wieder mal da. Ich weiß nicht, ob ich das. Ja, von daher ist das nicht die erste. Ja, dann alle weg. Aber ich kann ja immer noch mal. Das darf ja auch. Schauen wir mal. Also morgen Nachmittag wird eskaliert. Also. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da nicht wirklich viel Stress. Schon? Ja, in der Nacht ist es halt cool zum Spielen aus dem Grund, weil wenn du mit dem Auto unterwegs bist, so gut wie kein Verkehr ist. So. Und da kannst du halt echt schnell von Ziel zu Ziel fahren. So. Das ist schon ein Vorteil. Ich habe früher auch immer in der Nacht gespielt, weil es einfach in der Nacht vom Verkehr her viel besser ist. So. Und vor allem das Coole ist so, du wachst auf einmal ist die ganze Stadt gelb. Was ist da passiert? Das ist kontrolliert schon, oder? So. Das haben wir jetzt regelmäßig. Ja, ich weiß so. Das ist auf den Apps einfach alles gelb. Ist mir das gefallen, das weiß auch das erste Mal. Ja, ich weiß schon. Die haben das alle von mir abgeschaut, haben sie so gedacht. Ja, zu Ehren von dem Gelb. Ich und der Renning machen das Gelb. Das ist cool. Und meine Nervenzwangsgerinnung. Ja, ich weiß nicht, ich hätte jetzt eigentlich ruhig mal ausweichen können. Was? Meine Pokés wurden besiegt. Na, das ist nicht gut. Gehen wir gleich nochmal ran. Super. Aber das sind alle drei in der Region. Na, endlich stirbt da mal was bei mir. Das ist doch mal. Da glaubt er kann Hyperstrahl, der Drago ran. Das werden wir gleich sehen. Ja, Hyperwumper gibt ihn. So. Ja, schauen wir mal. Ich bin instant drin mit irgendwas rein, was es mir einfach ja, vorgeschlagen hat. Ja, Hyperstrahl geht schon noch. Aber das schaffen wir, das kriegen wir trotzdem dann. Okay. Das schaffen wir schon. So, mein Dragoran stirbt gleich im Moment. Ja. Oh, Südkühn ist auch gleich da. Ah, da kommt der Blitzer. Und down. Kaputt. Jetzt bin ich gespannt. Wenn's jetzt, vielleicht ist es ein gutes. Aber das haut mir sowieso wieder ab. Bei meinem Glück. So, wie viele Bälle? Ich habe ein ultra schlechtes wieder. Egal. Es wird schon drinnen bleiben. Und wenn nicht, dann kann man auch nichts machen. Dann haben wir es probiert. So, ein bisschen herumfuchteln mit dem Ball, vielleicht fängt er dann mal an zum Zucken. Nein, so failen, einfach gnadenlos herumfailen, tue ich schon wieder. Einfach gnadenlos den Ball verschossen. Egal.
Ah ja, ich sollte einfach mal fabelhaft schießen, aber ich weiß nicht. Ja. Egal. Zweiter Ball drin. Komm. Beweg dich. Großartig, auch okay. Ja. Ich vermag mich nicht. So. Großartig. Hm? Großartig. Ja, aber die Werte sind wirklich hoch. Also, ja, drüben ist er. Die beiden sind noch 14. Ja, gut. Perfekt. So, grün wurde gefangen. Ich meine, du hast so viel Candies davon. Aber okay. So, gut. Habt das alle. Aber heute war ja ein Dingsbank. Ich check mal die Map. Ich hab's auch geschickt. Ja, ja. Hab ich gesehen. Wir haben uns das Drago angeholt. Jetzt schauen wir mal. Ja. Ist da, ja, da sind. Warte mal. Das sind. Ja, okay, nee. Ja. Hm. Ja, wenn einer beim Europark wäre, würde ich noch mitmachen. Ah, ist keiner. Ja, ich würde sonst auch lassen heute. Aber es passt schon. So als Warm-up ist das okay. Müssen wir andere Gruppen fahren. Ich hab schon Hunger. Hier geht's so. Investitionsreise leider auf Fremd. Christen müssen neue Leute auf. Ja, das wird jetzt schwer für mich. So, ich habe jetzt mal wieder das Go Plus verbunden. So, ich muss jetzt ein paar Pokés beleben, sonst ist es vorbei. Okay. Cool. Desperate, ich weiß nicht, das zahlt sich irgendwie nicht mehr aus, wenn du schon ein gutes hast, das bringt einfach nichts. Candies halt, ne? Aber ja. Die Leute haben 400 aufgemacht. Ja. Abgezischt leider. Hm. Scheiße. Wenn du 600 auf Max hast, dann bist du cool. 1200. Okay. Ich weiß nicht, sonst, wenn momentan wirklich nichts mehr ist, sollen wir es lassen oder sollen wir es bleiben lassen? Oder machen wir noch was? Keine Ahnung. Da ist, ich schau mal auf die Rates, vielleicht ist da irgendwas. Nein. Wir haben 19.33 Uhr wäre noch einer, irgendwo da in der Nähe. Ja, ist der da hinten. Ist der da hinten. Achso, ja.